Die alte Schule wird euch präsentiert vom V8-Werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Wenn ihr so ein Fahrzeug habt und es in guten Händen wissen wollt oder wenn ihr euch für so einen US-Klassiker interessiert, dann schaut unbedingt auf die Seite www.v8werk.de. Sintflutregen in der Nacht und irgendwann natürlich kam das Wasser immer mehr ins Auto und wenn man dann die harten Anbremsmanöver hatte, dann kam das Wasser von hinten als Welle und schwappte dann hoch Richtung Armaturenbrett und unter dem Armaturenbrett war das Steuergerät. Und irgendwann haben wir da entschieden, am Boxenstopp, den Bodenstopfen drücken wir einfach raus, dass das Wasser ablaufen kann. Hatte den Nebeneffekt, wenn wir dann nach der Eau Rouge das Langeberg-Aufstück gefahren sind, dass sich durch den Unterdruck da plötzlich eine Wassersäule im Auto aufgebaut hat. Und wir hatten dann einen Springbrunnen im Auto. Ja, wirklich jetzt. Also das Problem war dann nur verlagert, aber nicht weg. Und dann haben wir Stopfen wieder reingemacht und sind das Rennen durchgefahren. Ich werde nie vergessen, wir waren wirklich fix und fertig. Das war so anstrengend. Und ich bin in die Box gekommen, aus dem Auto raus und Jupp rein, schneidet Jupp an und einmal fällt der Jupp vorne mit dem Helm auf dem Lenkrad. Da ist der wirklich in dem Moment kurz eingenickt. Jupp, du musst losfahren, ja? Starte und ab und raus. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Endlich bin ich zurück aus der Sommerpause und heute habe ich einen Gast für euch, den ihr euch nicht nur in zahlreichen Mails und Nachrichten gewünscht habt, sondern der auch vor und hinter den Kulissen des Motorsports so ziemlich alles erlebt haben dürfte. Er war der erste Meister der DTM bzw. der DPM, wie sie damals hieß, ist Rekordteilnehmer beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, war Sportchef, Entwicklungsingenieur und wenn Studenten heute seine Vorlesungen besuchen, dann können sie sich sicher sein, dass ich sie darum beneide. Die Rede ist natürlich von Volker Striezek, zu dessen 65. Geburtstag ich ja schon ein Video mit Rainer Braun gemacht habe und der damals schon gesagt hat, dass er einer der nettesten im ganzen Motorsportzirkus sei. Das bestätige ich gerne und jetzt werdet ihr hören, warum. Viel Spaß mit der Geschichte des langjährigen Opel-Motorsportchefs Volker Striezek. Herr Striezek, Sie kommen aus einer Rennfahrerfamilie oder haben Sie den Motorsport bei sich in die Familie gebracht? Das Letzte ist schon richtig so. Aus einer Rennfahrerfamilie definitiv nicht. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater fanden meine Gelüste im Motorsport aktiv zu werden überhaupt nicht gut. Ja. Und von der Seite habe ich mich damals durchsetzen müssen. Denn ich komme aus einer Generation, wo man mit 18 Jahren noch nicht volljährig war. Und dementsprechend noch unter jeder Nennung, die ausgefüllt worden ist, die Unterschrift dann der Erziehungsberechtigten drunter musste. Und das war immer ein harter Kampf, weil beide fanden das nicht prickelnd. Aber Ihre Eltern haben das dann trotzdem ja irgendwie unterschrieben und unterstützt so ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Irgendwann war das dann so weit, dass also dann tatsächlich auch das erste Rennen vor der Tür stand. Zu der Zeit, ja, da war es noch nicht so, dass 15-Jährige im Rennauto sitzen, sondern man musste 18 Jahre alt sein, man musste den Führerschein Minimum ein halbes Jahr schon in Besitz haben. Und das war alles nicht der Fall. 18 war ich, aber der Führerschein war gerade frisch gemacht. Und das erste Rennen stand vor der Tür und ich hatte dann damals die Chance, meine Eltern doch überreden zu können. Und sie haben unterschrieben und ich bin dann nach Hocken angefahren zu meinem ersten Rennen. Aber wie kam das zum ersten Rennen? Also wie haben Sie es selber finanziert? Oder? Ja, absolut. Also da war überhaupt keine Unterstützung zu dem Zeitpunkt da. Das Rennauto selber, was damals ein gebrauchtes ehemaliges Rennauto war von einem Freund, der es loswerden wollte. Ich es dann für kleines Geld kaufen konnte und damit dann erste Mal stolz wie Oscar mit 4 Rädern im Kofferraum und Werkzeugkiste dann nach Hockenheim gefahren bin. Und ich dann in Hockenheim stand, okay, wie geht's denn hier weiter? Und dann zur Papierabnahme musste. Dort musterte man meinen Führerschein. Der darf ja noch gar nicht fahren. Dann gab es eine Freigabe von der damaligen obersten Sportbehörde, der ONS. Und dann fragte dann tatsächlich damals die Dame hinter dem Tresen, seit wann darf denn Kindergarten Autorennen fahren? 18 Jahre. Heute ist man als 18-Jähriger im Motorsport ein Grufti. Und dementsprechend war das zu der Zeit wirklich der Einstieg in eine Thematik, die zu dem Zeitpunkt ich selber nicht absehen konnte. Was war das für ein Auto? Das war ein Renault 5. Ich bin damals angefangen mit einem Renault 5-Pokal. Und den kannte ich, weil ich als Jugendlicher ein Freund von mir, der fuhr den Renault 5-Pokal. Ich komme ursprünglich aus Bochum. Und der war auch Bochumer und der fuhr. Und dann habe ich mich damals
dort angeboten, ihm zu helfen. Und dann stand ich dann als 16-Jähriger schon mit an der Strecke und habe ihm geholfen. Und da kam so die Verbindung ganz nah, dem Motorsport beiwohnen zu können, doch intensiv bei mir auf. Und irgendwann willst du es selber tun. Und wenn letztendlich Langstreckenrennen auf der Nordschleife waren und Nachbarn mich mitgenommen haben und ich am Zaun stand, na, irgendwann möchte ich es selber tun. Und dann kam tatsächlich dieser Tag in Hockenheim, mein erstes Rennen, was dann auch nicht besonders gut ausgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, das war mein Einstieg im Motorsport. Aber Sie haben sich nicht überschlagen? Beim zweiten Rennen. Ja, natürlich. Da muss jeder sie, durch. Ne? Wer, also. Ja, genau. Eigentlich dachte ich, jetzt kommst du und dann gewinnst du mal eben. Ich wurde eines Besseren belehrt. Und dementsprechend war der Einstieg wirklich sehr, sehr hart. Ja. Das zweite Rennen war dann gleich im Anschluss in Zolder. Mhm. Und dann habe ich dann erst mal auf dem Dach gelegen, habe dann also feststellen müssen, irgendwas stimmt doch nicht hier. Irgendwas machst du verkehrt, du musst noch viel lernen. Aber war das ein Überschlag alleine oder war Harald Groß hinten an der Stoßstange zu Gang? Nee, der war zu der Zeit nicht an der Stoßstange. Ne? Genau, ich war alleine, also ganz klar. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in einem solchen Auto. Und aber das Auto war reparabel und auch das dann wirklich in Eigenregie wieder aufgebaut und bin dann direkt auch die Saison weitergefahren. Wer hat Ihnen die Schrauberfähigkeit beigebracht? Ich habe es gelernt. Bevor ich wieder zur Schule gegangen bin, habe ich eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht und konnte das. Das heißt also, von der Seite her war ich sehr gut aufgestellt. Aber auch viele Freunde, und die mit angepackt haben und am Ende auch immer wieder ermöglicht haben, dass man in den Start gehen konnte, weil Geld hatte man sowieso nicht. Also nachts gearbeitet, um das Geld zu haben, am nächsten Wochenende dann zur Rennstrecke fahren zu können. Denn gerade das Spritgeld und das Startgeld war dann zusammengespart und dann konnte man wieder die nächste Veranstaltung fahren. Ein gewisser Rainer Braun, der hat sich das ja auch mal angeguckt, was Sie da veranstalten im Geno 5, und der hat sich da irgendwie so ein bisschen getäuscht in Ihnen. Er hat es deutlich ausgedrückt. Ich habe ja mit ihm ein Video zu Ihrem 65. Geburtstag gemacht. Auf YouTube kann man das noch sehen, und ich glaube, also ihm kommt immer noch die Schamesröte so leicht aus dem Kragen. Das ist so schön. Ja, also Rainer Braun war für mich oder ist für mich nach wie vor eine Figur, die ich immer angehimmelt habe, weil er letztendlich eine Führungsfigur war, auch durch seine motorsportliche Laufbahn, aber auch durch seine journalistische Laufbahn für mich wirklich immer jemand war, zu dem ich aufgeschaut habe. Und Rainer Braun hatte damals den damaligen Sportchef von Renault, Rolf Schmidt, auch unterstützt und hatte dort auch eine Rolle gehabt, die sich speziell um das Thema Nachwuchs und Nachwuchsrennfahrer kümmern sollte. Und er kam dann relativ schnell zu der Meinung, Volker, das wird nichts mit dir. Wäre besser, wenn du vielleicht doch etwas anderes machst. Vielleicht gehst du mal Tennis spielen oder Fußball spielen oder sonstiges. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte war, wir kriegten, aber sie waren 5 Junioren. Und auf unserem Außenspiegel wurde dann ein leuchtroter Streifen aufgeklebt. Und das war das Zeichen, das sind die Junioren. Also wenn die kommen von hinten, dann lass sie vorbei oder helf denen. Und dann knibbelte er, ich werde das nie vergessen, die Startaufstellung hier am Nürburgring, und knibbelte dann diesen roten Streifen ab. Und ich glaube, das war so eine Geschichte, die bei mir unfassbar viel ausgelöst hat. Denn als er das gemacht hat, natürlich zutiefst enttäuscht und auch wirklich todtraurig. Auf der anderen Seite hatte ich mir gedacht, dir zeige ich es jetzt. Und das ist dann wirklich gelungen. Ich bin dann in dem Jahr Deutscher Meister geworden. Was er dann auch wirklich sehr honoriert hat. Und am Ende auch, da ist eine ganz, ganz tolle Verbindung raus geworden. Und ja, aus diesem deutschen Meistertitel oder deutschen Meistertitel wurde dann am Ende ja auch deutlich mehr, ja, viel mehr sogar. Kann man so sagen, ja. Aber ist das so, also einige ziehen ja die Motivation, ja, weiß ich nicht, woher. Und bei Ihnen war das vielleicht wirklich so dieses, jetzt zeige ich es euch. Kann das sein? Ist das so? Nein, nicht wirklich. Vielleicht die Herangehensweise, Rainer hatte mich immer als sehr zurückhaltend und blass bezeichnet. Ja, ich war nicht der Trommler und hier bin ich und jetzt komme ich und ich zeige es euch an. Nee, lieber ein bisschen mit Augenmaß. Auch die Bereitschaft zu lernen. Klar, ich meine, ich hatte keine Unterstützung von zu Hause, das ging einfach nicht. Und von der Seite her auch musste sich alles selber erarbeitet und erkämpft werden. Und ich bin ganz ehrlich, da hat man schon überlegt, hältst du jetzt in dieses Loch rein und der Kotflügel ist wieder kaputt und du kannst wieder 5 Nächte arbeiten, dass du dir also vom Schrott einen neuen Kotflügel kaufen kannst. Oder aber ziehst mal zurück und versuchst das Ganze anders zu regeln. Und das war am Anfang dann natürlich auch mit dem Überschlag. Dann habe ich mich dann nochmal überschlagen in Zandvoort. Und
kam eins zum anderen und besonders erfolgreich war ich am Anfang auch nicht. Aber das war die Motivation zu sagen, wenn ihr mich aufgibt, ich gebe mich selber nicht auf. Und jetzt gucken wir mal, was wir aus der ganzen Geschichte machen. Und aus dem Gelernten ist dann im nächsten Jahr schon viel mehr geworden. Nämlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Meisterschaft. Ja. Aber auch im Renault 5 Pokal noch. Ja, genau. Dann, und wie ging es dann weiter? Sind Sie da entdeckt worden? Ich meine, Sie sind ja, R5 war ja damals das Sprungbrett eigentlich. Also absolut. Harald Groß, Peter Oberndorfer, absolut. Christian Danner, das sind ganz großen Namen, sind da, ja. haben da angefangen. Genau. Das Christian Danner und Peter waren dann ja meine Gegner. Ja. Wir sind dann international gefahren. Es gab den nationalen Cup und den internationalen Cup. Und damals waren 100 Starter. Mhm. Und diese Anzahl an Startern hat natürlich keine Rennstrecke aufgenommen. Also hat man uns dann gesplittet in 50-50, nämlich einmal eine Südgruppe und eine Nordgruppe. Mhm. Und Christian und Peter kamen ja, oder sind beide aus München, waren also in der Südgruppe und ich komme aus dem Ruhrgebiet, war also in der Nordgruppe. Und diese beiden Gruppen sind erstmal für sich selber 6 Rennen gefahren. Mhm. Und die besten 25 aus jeder Gruppe sind dann zusammengekommen, also 25 Nord und Süd, waren wieder 50 Autos und die sind dann die letzten 4 Endläufe gefahren. Und das Ding habe ich dann wieder gewonnen. So, das heißt also, dann habe ich auch den internationalen Cup gewonnen und war dann ein großer Champion, werde nie vergessen, wie wir dann ja, tolle Rennen auch gehabt haben. Das letzte Rennen war in Hockenheim. Und wer den Renault 5 Pokal kennt, der weiß, dass 10 Autos, die hintereinander herfahren, plötzlich vor dem Motodrom nebeneinander herfahren. Und das war wirklich so. Das war wirklich so. Wir sind wirklich nebeneinander. Leere auf der Wiese und ich war eingeklemmt und irgendwann muss man ja mal bremsen. Hm? Eingang Motodrom war es dann so, dass mir es dann gelungen ist, tatsächlich mich zu befreien, habe das Rennen dann gewonnen und war dann Meister. Und dann sind wir danach nochmal ein internationales Rennen gefahren in Frankreich, in Le Castellet. Und das war dann auch tatsächlich mein letztes Rennen im damaligen klassischen Renault 5 mit Frontantrieb. Und dadurch, dass ich dann ja zweimal den Titel gewonnen habe, einmal den nationalen, einmal den internationalen, hat mich dann auch Renault weiter gefördert. Und ich bin dann den damaligen Renault 5 Turbo auch gefahren. Das war dann eine reine Europameisterschaft. Wir sind fast alle Rennen im Rahmen der Formel 1 gefahren. Und damit hatte ich plötzlich die Chance, dann den nächsten Schritt machen zu können, mit Unterstützung damals von Renault. Und habe auch viele Rennstrecken in Europa kennengelernt. Und vor allen Dingen, wir waren damals die meisten Rennen waren im Rahmen der Formel 1, wie ich schon sagte. Und somit natürlich auch in Monte Carlo gefahren, in Spa, in Zolder, überall. Und das war dann schon eine harte Schule, dann auch gegen die internationale Konkurrenz sich durchzusetzen. Und ja, das habe ich dann auch am Ende auch geschafft, ja. Und das Auto auch nochmal trickreicher zu fahren eigentlich, ne? Also der Renault 5. Sehr schwierig, ja. Das war schon ein Biest. Ja. Aber zu der Zeit natürlich ein unfassbares Auto. Ja. 1,4 Liter Turbo. Ja, Mittelmotor, Heckantrieb. Kurzer Radstand. Ich kam aus dem Frontantrieb und dann plötzlich im Heckantrieb. Aber nichtdestotrotz, ich hatte, nachdem ich den internationalen Titel gewonnen hatte, hatte damals ein kleines Sponsoring gehabt. Und damals, dieser Sponsor, der war so stolz drauf, dass ich den Titel dann gewonnen hatte und hatte mir ein Rennen damals finanziert in der damaligen Rennsportmeisterschaft. Und da durfte ich erst einmal einen M1 fahren, also BMW M1. Das war hier am Nürburgring, da gab es noch den Nudeltopf. Ja, das war die Kurzanbindung, Start- und Zielgerade, die damalige Südkehre. Und dann ging es dann nicht in Richtung Nordschleife, sondern man hat dann oben den 180-Grad-Bogen gefahren in die sogenannte Betonschleife und wieder auf Start und Ziel. Mhm. Und das Rennen durfte ich fahren. Und Sie überlegen, ich komme aus dem 100 Renault. PS von Antrieb, ja. 93 PS hat er genau gehabt. Plötzlich in einem 500 PS Mittelmotor angetriebenen M1 mit Heckantrieb. Naja, es hat dann 3 Runden gedauert, dann steckte ich auch schon in der Leitplanke. Da war das Ding erst einmal kaputt. Aber ich habe mich dann tatsächlich durchgerackert und bin am Ende aufs Podium gefahren. Das war natürlich ein Riesenschritt. Und dann mit der Förderung von Renault war mir plötzlich diese Art von Auto auch schon ganz gut bekannt. Mhm. Mittelmotor, Heckantrieb, hatte der Renault 5 Turbo ja auch. Und somit ging es dann weiter. Aber auch so weiter, dass ich dann am Ende für mich entschieden habe, stopp, das war damals ein Versprechen meiner Eltern, wenn du Rennen fährst, gehst du irgendwann wieder zur Schule und machst weiter. Hm. Und das war dann irgendwann auch eine Entscheidung, wo ich dann also tatsächlich an meine Grenzen gekommen bin, was auch die finanzielle Thematik anging. Denn wie gesagt, wir sind quer durch Europa gereist. Das heißt also, wir sind dann
von Zolla nach Monza und von Monza dann nach Spa und von Spa dann nach Monte Carlo und quer durch Europa. Und es war tatsächlich so, das kann man glauben oder nicht, dass ich manchmal nicht mehr wusste, hin kommst du, aber zurück nicht mehr. Nur mit Preisgeld. Ja klar, das war wirklich so. Das heißt also, wenn wir dann nach Paul Ricard gefahren sind, dann waren das, weiß ich nicht, 1000 Kilometer. Damals schon Autobahngebühren, Mautgebühren, kleines Wohnmobilanhänger, Rennauto hinten drauf. Und dann stand ich da und neue Reifen, geht gar nicht. Und wie komme ich denn eigentlich wieder zurück? Und das war dann tatsächlich so, wenn ich im Training nicht unter die Top 10 fahre, wo es dann auch schon Preisgeld für gab, und im Rennen unter den Top 5 komme, dann musste dir wirklich über Telefon, mehr was damals kein Handy war, sondern noch an der Telefonsäule irgendwo. Was auch schon teuer war. Genau. Und dann noch in der Schlange anstehen musste, ja, weil 30 andere vor dir waren. Zu Hause anrufen, kannst du mir mal 50 D-Mark schicken, ich komme nicht mehr nach Hause. Aber das habe ich zum Glück nie gebraucht. Das hat am Ende immer wieder gepasst. Und wenn ich das heute jemand erzähle, der sagt, ich lasse gleich jemanden mit der weißen Jacke kommen, nämlich die Zwangsjacke. Ja. Ich glaube das nicht, aber es war wirklich so, dass zu der Zeit auch schon gut aufgestellte Teams unterwegs waren, die auch ein gutes Sponsoring hatten. Und wir sind damals Einheitsreifen gefahren, das waren Dunlop-Rennreifen. Und dann habe ich dann abends am Truck gestanden, habe tagsüber beobachtet, wer lässt sich neue Reifen aufziehen. Und die alten Reifen lagen dann hinterm Truck. Und dann bin ich dann abends hin, wenn die Dunlop-Jungs dann ins Hotel gefahren sind, hab mir die besten Reifen rausgesucht, hab die dann am nächsten Morgen auf meine Felgen ziehen lassen, dass ich am nächsten Tag das Rennen oder das Qualifying fahren konnte. Das ist wirklich Tatsache und das ist wirklich die Wahrheit. Und wenn man das heute erzählt, sagt jeder, du hast was geraucht, ja, oder irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber das war damals tatsächlich der Weg. Und und man war natürlich mächtig stolz, wenn man dann in Monte Carlo dann tatsächlich im Rahmen der Formel 1 dann sein eigenes Rennen fahren konnte. Wahnsinn, ja. Das war der absolute Hammer, ja, wirklich. Wenn wir dann nach Monte Carlo hingefahren sind, in Monte Carlo selber, da war auch noch das Leben noch ein bisschen anders. Also die Polizei, die örtliche Polizei, wir hatten ja bei dem Renault 5 Turbo und mit Mittelmotor auch eine klare Ladedruckregelung und dann sind wir dann tatsächlich abends immer mit den Autos auf der Straße mit Slickreifen, hat keinen interessiert und haben den Ladedruck eingestellt und die Polizei hat uns den Weg freigemacht. Also heute wird man verhaftet, wenn man so etwas tut. Genau, ja. Aber das war zu der Zeit so, dann sind wir dann auf die normale Straße, haben dann die Ladedruckuhr mit dem Beifahrer in der Hand, dann haben wir den Ladedruck eingestellt und die Polizei hat uns dann den Weg freigemacht und durften überall fahren. Und das waren so Highlights, die, wenn man die heute erzählt, sagt man, unfassbar, glaube ich nicht, aber das war so. Und das war natürlich auch diese Atmosphäre, aber auch, ja, man muss ganz ehrlich sagen, schon den nächsten Step in meiner Laufbahn, also den höherwertigen, den professionellen Motorsport auch schon kennenzulernen. Denn wenn man mit einem kleinen Rennauto in einer Markenmeisterschaft im Rahmen der Formel 1 fährt, das hat schon was gehabt zu der Zeit. Ja. Das glaube ich. War das schon von der Förderung her so? Na gut, jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie haben teilweise nicht mal das Geld für die Rückfahrt. Also es war noch kein Profivertrag, wo es Geld gab, sondern es gab nur Material wahrscheinlich. Genau, richtig. Ich meine, damals hätte ich mir das Auto nicht kaufen können. Nee, ich meine, die Siegprämie damals im Renault 5 Cup, die war sehr hoch und von der Seite her alles gut. Aber nichtdestotrotz, dafür kriegte ich kein neues Rennauto, was ich brauchte. Und das war damals die Förderung, dass das Auto da war. Aber der Rest war dann schon, Eigenleistung. Mach das mal. Auch Sponsoren suchen? Mussten Sie sowas auch selbst machen? Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Okay. Und dieses Paket war damals mit einem kleinen Sponsor. Das war damals ein mediales Unternehmen und hatte auch mitfinanziert. Aber es reicht natürlich bei weitem nicht aus, um dieses Unterfangen dann am Ende zu stemmen. Gerade dann, wenn man auch diese enormen Anreisen hatten. Und das waren Kilometer, das waren Tage, das waren zum Teil Wochen, die man unterwegs war. Und es war zu der Zeit genauso wie es heute, dass die Formel 1 ja so ein bisschen atypisch gereist ist. Statt man dann Spar und danach Zoller macht, dann ist man erstmal wieder irgendwo anders hingefahren. Und das war auch damals schon so. Und wir dann immer hinterher, bis Le Mans, also auch in Le Mans gefahren. Und dann kam irgendwann auch der Punkt, wo ich dann für mich entschieden habe, das geht so nicht weiter. Du machst hier einen Break und ich werde nie vergessen, ich habe mein Auto fürchterlich verschrottet am Nürburgring. Bin also abgeflogen auf der Nordschleife oben in der Mutkurve. Und dann habe ich das Auto wieder aufgebaut und das letzte Rennen war in Nogaro in Frankreich. Mhm.
Und ich weiß noch genau, ich bin dahin und das tat schon wieder so weh. Ne? Also wieder, wie kommst du hin, wie kommst du zurück? Und da habe ich mir wirklich auf der Hinfahrt damals geschworen, das ist wirklich dein letztes Rennen, okay, wenn du es selber finanzieren musst. Und das war eine Entscheidung, die für heute, für meine damalige Leidenschaft, die ich schon damals hatte, die Passion, die da war, nie hätte vorstellen können. Aber die Entscheidung habe ich wirklich getroffen, weil so geht das nicht weiter. Und ich bin dann in Nogaro noch, werde ich nicht vergessen, Pole Position gefahren. Das war ein Regenrennen. Und ich bin nach Hause gefahren und habe das Auto tatsächlich in der Woche darauf verkauft. Feiern. Okay. Ich mache das so nicht weiter. Für mich ist das jetzt wirklich erledigt. So weh das tut und so viel du noch erreichen wolltest. Aber es geht so nicht weiter. Und bin dann erstmal wieder zur Schule gegangen, habe das Auto verkauft. Und ja, manchmal sind die Zufälle ja wirklich kurios. Und das war dann zum Ende der Saison. Es war aber noch ein Langstreckenrennen hier auf der Nürburgring-Nordschleife. Und ein damaliger guter Bekannter, der fuhr selber Langstreckenrennen mit einem BMW 320, so ein Gruppe 4-Verschnitt war das damals. Und das war auch ein sehr starker BMW-Händler in Bochum-Wattenscheid. Und der rief an, der Volker, ich habe gehört, du hast ein Auto verkauft. Ich fahre am Wochenende Langstrecke. Ich würde ganz gerne, dass du mal mit mir fährst. Na, ich fahre bis jetzt immer allein und klappt nicht so richtig und willst nicht mal mitfahren. Ja, mache ich. Gesagt, getan. Und wir haben direkt das Rennen gewonnen. Und, welches Jahr war das? Ja, bitte. Welches Jahr war das? 83 war das. 83, okay. Genau. Ja. 83 haben das Rennen gewonnen. Und ja, dachte, aber machen wir mehr raus. Ich werde nie vergessen, Michael Rubin war es, der mich eingeladen hatte dann zu seinem 40. Geburtstag und eine schöne Party gehabt und abends auch zu nach Hause gegangen und gesagt, Herr Volker, hör genau zu, was ich dir sage. Ich habe mit Rainer Braun gesprochen. Rainer Braun kommt wieder ins Spiel. Es sieht so aus, dass ich ein DTM-Auto kaufen werde von Schnitzer. Und ich habe mit Rainer darüber gesprochen, wen ich denn als Fahrer nehmen soll. Und der Rainer hat gesagt, es gibt nur zwei. Es ist entweder der Stefan Belloff oder der Volker Stritzek. Wow, okay. Also, ja, also okay. Und bei Stefan war es so, das hat der Rainer aber auch gesagt, wenn der Stefan den Formel-2-Deal, der damals schon in der Schwebe stand, bekommt, dann fährt er Formel 2, dann kannst du ihn nicht haben. Und wenn nicht, dann kannst du das so. Da werde ich nie vergessen, bei der Verabschiedung sagt er, ich kaufe dieses Auto. Und du hast jetzt genau 24 Stunden Zeit zu überlegen, ob du das nächstes Jahr in der DTM, die ist ja damals DPM, fahren möchtest. Ich will morgen von dir eine Entscheidung haben. Da brauche ich keine 24 Stunden für. Ich muss mich gerade überkneifen, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist. Ja, es ist ernst gemeint und ich mache das. Ich habe das Auto bestellt und das Auto kommt, sobald es aus Macau zurück ist. Der 635er. Mhm, ja. Genau. Ja, und so war es dann auch. Michael, ich bin dabei. Und somit kam dann ja unverhofft ein weiterer Schritt in meiner Motorsportlaufbahn, die ich exakt zu dem Zeitpunkt nie geglaubt hätte oder erwartet hätte oder mir erträumt hätte. Und das war aber ein Profivertrag? Also konnte man davon dann schon leben oder war das auch nur in Anführungszeichen? Ja, das war gleichzeitig auch ein Einstellungsverhältnis, was also damals dann miteinander vereinbart worden ist. Das Team gab es in der Form noch nicht. Das heißt also auch, da stand mehr dahinter. Also nicht nur Motorsport zu machen als ein existierendes Team, sondern das Team wieder aufzubauen und auch für damals für Gubinsport eine komplett neue Ära aufzubauen, die es zu der Zeit einfach noch nicht da war oder die noch nicht existierte. Und das haben wir gemeinsam gemacht und ich werde nie vergessen, dass das BMW Coupé ein neu aufgebautes BMW-Coupé vom BMW war, was also von Schnitzer eingesetzt worden ist. Und dieses Auto war in Macau und das Auto ist dort gefahren, der Hans-Joachim Stuck. Und das Auto kam dann im Container zurück und Schnitzer rief dann an und sagt, das Auto ist da und wir öffnen den Container nicht, bevor ihr da seid. Dass ihr seht, das echte Auto ist euers und dass aus dem Auto nichts letztendlich vorher rauskommt, sondern so, wie es aus Macau kommt und das Auto hatte dort gewonnen. Am 01.01.1984 sind wir dann nach Freilassing gefahren zu Schnitzer. Damals Charlie Lamb war noch mit dabei und Herr Schnitzer selber. Und dann stand dieser riesen Container. Und dann haben wir dann wirklich die Blombe geöffnet. Die Türen gingen auf und dann stand da dieses wirklich in Marlboro-Lackierung damals.
Siegerauto aus Macau und dann noch von Hans-Joachim Stuck gefahren, den man zu der Zeit ja oder auch heute immer noch angehimmelt hatte und als Jugendlicher am Zaun die Daumen gedrückt hat. Und dieses Auto stand vor dir und das ist jetzt das Auto, was du fahren wirst. Ja. Unfassbar, ja, wirklich Gänsehaut pur. Ja, kriegt jetzt auch beim Zuhören. Irre, da stand dieses Auto dann da. Und dann werde ich nie vergessen, Charlie Lam war ja auch wirklich ein unfassbarer Teammanager damals. Und schlug dann seinen Aktenordner auf und sagt, okay, da ist jetzt dieser Motor drin, die Laufleistung. Welchen Motor möchtet ihr denn gerne haben? Schaut dann, der ist da. Möchtet ihr einen anderen haben? Also unser Auto. Und dann haben wir das Auto dann damals dann bekommen. Und das Auto ist dann ja nach Hause gegangen, nach Bochum-Wattenscheid, in das Unternehmen von Michael Gubin. Und ist dann in die Gubin-Farben dann versetzt worden. Und dann werde ich nie vergessen, wir waren bei einem Testtag in Zolder. Es war also ein freier Testtag. Und die gleiche Situation. Was machst du jetzt? Ne? So ein Auto bist du ja auch noch nie gefahren. Ja. So viel Bums zu der Zeit, also viel Leistung. Was hattet ihr an Leistung? Die hatten damals gute 300 PS gehabt. War zu der Zeit schon wirklich sehr viel. Bombe, hat auch nichts gewogen, das Auto. Heckantrieb, vorne Motor, sechs Zylinder. einstellbare Bremse, in meinem Leben vorher nie gesehen. Ja. Was machst du hier? Und ich werde nie vergessen. Und es war auch noch ein fürchterlicher Regentag, der erste Testtag und mein erstes Mal in dem Auto. Und ich habe mich unglaublich wohlgefühlt in dem Auto. Es war wirklich faszinierend, wie die ersten Testkilometer, die ich da gefahren bin, sprichwörtlich getaugt haben. Also das war eine Einheit auf einmal geworden. Und ich weiß noch, wie wir dann strahlend dann von Zolder dann nach Hause gefahren sind und das erste Rennen vorbereitet haben und ich mich richtig darauf gefreut habe. Und ich weiß noch genau, wir kommen zum ersten Rennen, war auch Zolder, Saisonauftakt, Bergischer Löwe, war traditionell immer DPM und DTM Saisonauftakt. Wir kommen dorthin und Hans-Joachim Stuck ist dann auch im Einsatz gewesen, ist damals das Jägermeisterauto gefahren. Weil Hans, kannst du mir mal das Auto erklären? Ne? Ich meine, wenn ich jetzt rechts rumdrehe, ja, weiß ich, was passiert, aber wie mache ich das dann eigentlich? Sagte, nee, das sage ich dir nicht, das musst du selber lernen, ja? Das musst du selber lernen. Okay, danke schön. Dann muss ich das halt lernen. Und ja, bin das erste Rennen gefahren und dann direkt aufs Podium, direkt Dritter geworden. Und das war ein schwieriges Rennen, Sie haben sich noch gedreht, ja, ne? Also ja, klar, ich wurde umgedreht, also ich genau, habe vergessen, in der Spitzgehre damals in Zolder, kriegte ich dann auf der hinteren Ecke einen Schlag, drehte mich und dann hinterher und bin Dritter geworden. War auch ein Regenrennen. Ja. Kriegte einen Schlag, wissen Sie von wem? Ja, Otto Fritsche. Im Opel Kadett. Ja, drehte mich um. Damals war das Reglement ja wirklich ganz clever gemacht. Klein gegen groß, das hat ja auch wirklich funktioniert. Genau, ja, mit den Gewichten und Reifenbreite. Genau, haben gelöst, genau. Ja. Wir hatten also, ich glaube, 160 Kilo Blei im Auto liegen. Naja, dem fällt hinterher am Ende Podium. Und das war ein Start in eine neue Ära auch für mich. Die Stretzel ist in dem Rennen ausgefallen. Also da hat gleich Karma zugeschlagen. Übrigens hat mir das Harald Groß genauso erzählt. Er hat am Anfang von Hans Stuck immer Tipps bekommen und irgendwann war er vom Niveau so dicht dran und dann ist er wieder hin und hat gesagt, Harald, jetzt wirst du mit gefährlich, jetzt sag ich dir nichts mehr. Also das war nicht bei Ihnen das erste Mal. Das war überhaupt nicht böse. Ich meine, kann ich ja verstehen. Ich meine, Konkurrenzverhalten auf und alles legitim. Nur wie gesagt, ich stand dann da und musste das alles alleine lernen, aber es ist mir recht gut gelungen. Ich muss sagen, das Auto war ein fantastisches Auto und ein tolles Team gehabt. Michael Gubin stand da wirklich mit Leib und Seele dahinter. Die Mannschaft, die war aufopfernd bis zum Umfallen. Ja, und wir hatten dann natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gehabt. Also das war schon. Wenn Sie sagen, Sie haben das Team so mit aufgebaut oder das quasi auch das Management und so und sportlich alles mitbekommen, das ist ja wirklich die Grundlage für Ihr komplettes späteres Leben gelegt. Ja, absolut. Eigentlich, ne? Also das ist faszinierend. Also da hat man wahrscheinlich auch Sponsorensuche und diesen ganzen alles mitmachen. Alles gehört dazu. Ne? Ich meine, es fing damit an, dass also wirklich der Teamtrakt, der ein ausrangierter Bus war, aufgebaut werden musste, bis hin die ganze Mannschaft. Wie kriegt man das Ganze logistisch auch hin? Auch ein komplettes Neuland, was man in der Form vorher auch nicht kannte. Und natürlich auch in der Kombination mit einer sehr hohen Motivation von allen Beteiligten, aber auch für eine Chance für alle. Und die haben wir auch alle so angenommen. Und alle, wie wir damals zusammen waren, haben natürlich noch niemals annähernd daran geglaubt, dass wir in eine Serie gehen, die höchste Serie überhaupt. So besetzt ist auch von den Fahrern. Ich war, genau. Ja. Und
hochkarätige Fahrer, die man vorher um Autogramme gebeten hatte und immer auch angehimmelt hatte. Und plötzlich war man mittendrin. Was machst du hier überhaupt? Ja, ja, wirklich. Was geht jetzt hier ab? Und zu dem Zeitpunkt, wir waren ja teilweise mit 50 Autos am Start. Ja, das waren und das Tolle ist ja nicht nur 50 Autos, sondern, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 16 verschiedene Marken oder Typen. Genau. Das ist ja also das Tolle aus heutiger Sicht. Das war wirklich irre. Aber die Atmosphäre war gut. Mhm. Und das war immer das Schöne an der ganzen Geschichte, dass also auf der Rennstrecke haben wir uns letztendlich wirklich geprügelt um den Sieg, um die Erfolge, um die Bestzeiten. Aber im Fahrerlager war es ein sehr gutes Miteinander und die Atmosphäre war wahnsinnig gut. Und man hat natürlich auch innerhalb dann dieser Meisterschaft, die ja zu der Zeit die Top-Meisterschaft überhaupt in Deutschland war, ein sehr gutes Niveau gefunden, wo man dann auch als Quereinsteiger oder Außenseiter oder als neues Team auch sofort mit aufgenommen worden ist und auch akzeptiert wurde. Mhm. Und das war natürlich auch eine große Hilfe. Ich meine, das BMW Coupé war ja zu der Zeit schon ein sehr erfolgreiches Auto, ist Tourenwagen-Europameister geworden, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und plötzlich hat man auch so ein solches Auto und man soll plötzlich auch auf dem Niveau fahren, wo andere schon jahrelang waren und sind. Mhm. Und jetzt kommt man als Jungspund daher. Zu der Zeit war man immer noch sehr jung. Heute ist man, ich wiederhole mich, Grofti in diesem Alter. Aber trotzdem, es war diese Spannung und dieser Reiz am Ende, es zu schaffen, auch das zu erreichen, was andere schon vor dir geschafft haben. Und das versetzt Berge, ja, ganz klar. Das glaube ich. Mensch, und damit BMW ist ja auch irgendwie so eine tolle Marke. Und der Marke sind Sie auch länger treu geblieben. Wir müssen übrigens noch über das erste Jahr natürlich reden. Das ist nicht nur so ein bisschen erfolgreich für Sie ausgegangen. Sie haben zwar nicht gewonnen, sind aber trotzdem Meister geworden. Ja, also, ich habe wirklich nicht gewonnen. Mhm. Also auf dem Papier habe ich nicht gewonnen. Am Ende habe ich in meinen Augen doch ein Rennen gewonnen, denn das zweite Rennen bin ich Zweiter geworden. Das war Hockenheim. Und der damalige Sieger ist dann disqualifiziert worden. Ja, okay. Ja? Dann nehmen wir es zurück. Dann gibt es normalerweise eigentlich einen Sieger. Ne? Aber warum auch immer. Wir haben das damals nicht verfolgt. In Wirklichkeit im Nachgang. Heute würde ich es so nicht mehr machen, weil es sind ja Punkte, uns nicht nur aus der Platz oder der Pokal oder in der Mitte auf dem Podium zu stehen, sondern es sind ja auch Punkte, die dann in dem Moment abgegangen sind. Und zu der Zeit umfasste die Meisterschaft 13 Läufe. Und die Punkteverteilung, die war sehr hoch. Und das heißt also, am Ende zählte wirklich jeder Zähler. Nur in dem frühen Stadium, wir haben uns ja 5-mal morgens die Augen gerieben, kann das sein, dass wir in Zolder Dritter geworden sind und beim zweiten Rennen Zweiter geworden sind? Das kann nicht sein, oder? Ja. Und in Wirklichkeit, dadurch, dass der Erste disqualifiziert war, das ist irgendwie ein bisschen surreal. Ja. Und wir haben überhaupt nicht zu der Zeit an irgendwelche Ambitionen geglaubt, dass wir in der Lage sind, über den Saisonverlauf, wo noch 11 Rennen vor uns standen, weiterhin so erfolgreich zu sein. Und deswegen war das in dem Fall, es ist halt, wie es ist und wir akzeptieren das und wir fahren das nächste Rennen und gucken wir weiter. Aber vielleicht auch gut, weil dann macht man sich nicht so viel Druck, oder? Wenn man die ganze Zeit den Meistertitel oder den Titel vor Augen hat, dann steigt vielleicht auch nochmal intern der Druck. Ja, das war ziemlich kurios. Kurios in der Form, nee, den Druck haben wir nicht gehabt. Den haben wir uns auch selber gar nicht gemacht. Nur irgendwann kamen wir plötzlich in eine Situation, wie jeder gesagt hat, ihr seid auf Meisterkurs, ist euch das eigentlich klar? Nö. Nö. Doch, schaut mal. Ne? Punkte, wer ist überhaupt noch in der Lage? Und so natürlich ist die Saison nach vorne geschritten und tatsächlich war es dann irgendwann auch für uns realistisch, wie können wir die Meister werden? Nö. Schaffen wir nicht. Ne? Dafür ist noch zu viel vor uns. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, aber dann ist irgendwann der Schalter umgelegt worden. Jetzt kommen wir genau zu dem Thema, wo man dann auch tatsächlich genau überlegen musste, fahre ich jetzt in diese Lücke rein und werde vielleicht Zweiter oder bin ich so clever und schaue, was passiert und werde sicher Dritter oder Vierter, egal was, und nehme die Punkte mit, weil wenn du jetzt einen Nuller hast, dann bist du weg. Mhm. Und das war manchmal nicht ganz einfach, aber auch natürlich, die Saison war damals unfassbar teuer. Ich meine, wenn man überlegt, was wir da gemacht haben. Auf dem Niveau, ne? Auf dem Niveau. Und auch Michael Gobin, der also wirklich da eine Euphorie reingesteckt hat, aber wir dann anerkennen mussten, das ist jetzt schon hier ein Kaliber. Ja. Und da wird nicht nach jedem dritten Rennen ein Satz neue Reifen aufgezogen, sondern vor jedem Qualifying brauchen wir einen neuen Satz. Und die waren auch damals schon teuer, die Räder. Lange Rede, kurzer Sinn. Und natürlich auch dadurch, dass wir natürlich auch Kampfsport hatten
und auch sehr viel Berührung, ging natürlich das eine oder andere auch an dem Auto kaputt. Mhm. Und das also damals auch, mein Tief sagte Volker, genau so. Wenn wir wieder eine neue Stoßstange hinten brauchen, die damals schon, weiß ich nicht, wie viel 100 D-Mark gekostet hat, dann haben wir ein Problem. Ne? Also fahr mit Kopf. Lange Rede, kurzer Sinn, aber wir haben dann tatsächlich realisiert, wir können es schaffen. Und das war dann auch, bin ich heute noch stolz drauf, auch in dem Alter, also mit meiner Erfahrung im Motorsport, die ich in der Zeit ja nur durch den Renault-Pokal hatte und durch die Dinge, die ich bis dahin machen durfte, auch dann tatsächlich Nerven zu behalten und sagen, jetzt müssen wir wirklich mit Kopf fahren und dementsprechend auch schauen, was können wir noch umsetzen und am Ende ja an Punkte einfahren, dass wir tatsächlich zumindest eine theoretische Chance haben, um den Meistertitel mitzufahren. Wahnsinn eigentlich. Also tatsächlich diese Rennintelligenz, die man ihnen ja tatsächlich immer wieder nachsagt, oder das hört man immer ganz weiß viel. Ich nicht. Doch, doch. Aber dass das in jungen Jahren schon so war, gerade wo man da eigentlich eher so als Heißsporn unterwegs ist und vielleicht war das eigentlich gut, weil Rainer Braun hat das vielleicht damals bei der Sichtung nicht erkannt. Er hat gesagt, okay, der ist eigentlich zu langsam oder zu grau, aber vielleicht haben sie einfach immer ihren Kopf extrem eingeschaltet. Und mir klingt auch so, als sie jetzt gesagt haben, fahre ich jetzt in die Lücke da rein oder sowas, als hätten sie sich in diesen damaligen DPM oder DTM Sprintrennen als Langstreckenprofi etabliert, sozusagen. Und das ist ja genau das, was man da eigentlich braucht später. Ne? Und da kommen wir natürlich auch noch drauf auf ihre Langstrecken und 24-Stunden-Erfahrung. Aber genau das ist es ja. Man muss sich vor Zweikämpfen fernhalten und vielleicht eine Lücke mal nicht reinschießen, dass man einfach das Auto rüberträgt. Ja, ich meine, ich habe sehr viel gelernt im Renault Cup. Ich meine, wenn man da mit 50 Kollegen mit gleichem Material um die Erfolge kämpft, und ich habe viele Rennen auch gewinnen dürfen im Renault Cup, da lernt man schon eine Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gerade dieses Auto war ja auch nicht einfach zu fahren. Und auch meine Kollegen Peter Ohrendorfer, Christian Danner waren ja auch keine Kinder von Traurigkeit. Und dementsprechend natürlich ging es immer hart zur Sache. Ich habe aber eine Menge dadurch gelernt und habe auch irgendwann auch dort realisiert, wenn du da reinfährst, das knallt. Die Frage ist nur, ist dein Rad ab oder ist sein Rad ab? Die Frage, die stand da im Raum. Aber dann für sich zu entscheiden, ich ziehe zurück, sehen andere als Schwäche. Nee. Genau. Ja, das war keine Schwäche. Ja. Am Ende hat es gerockt und habe auch den Meistertitel eingefahren. Und das habe ich dann auch ganz gut umsetzen können, schon damals in meinem ersten Jahr mit diesem BMW Coupé. Und es gab dann die Situation, dass noch vier Fahrer Meister werden konnten. Das war damals der Olaf Manta, das war der Harald Groß, aber auch noch der Winnie Vogt. Ja, alles keine einfachen Gegner. Ne? Ja, und alle lassen nichts anbrennen. Ne? Und alle bekannt dafür, Harald ja sowieso. Ja, Harald, Olaf Manta. Genau. So krass. Und am Ende vom letzten Rennen waren dann nur noch zwei, die Meister werden konnten. Und ich weiß noch damals, sein Teamchef hatte dann hier das damalige Sporthotel schon für den Abend gebucht. Und dementsprechend natürlich kriegt ich dann aber auch noch Piekse von der Seite. Ja, wir machen das heute und du wirst dann gerne eingeladen zu unserer Meisterfeier. Und damals wurde auch noch jemand dazugeholt mit dem Namen Manfred Winkelrock. Oh, oh. Beim letzten Rennen, okay. Genau. Und klar war, dass also, wenn Harald gewinnt, dann musste ich, glaube ich, Vierter werden. Also das musste sein, sonst wäre Harald Meister. Dementsprechend, ja, gehen wir es mal an. Das war dann damals schon auf dem neuen Grand Prix-Kurs. Es hat geregnet ohne Ende. Und ich habe mir dann tatsächlich eine Stunde vorm Start noch ein bisschen schlafen gelegt. Und der Harald suchte mich. Und hat mich dann auch gefunden. War mit dem Wohnmobil da. Und meine damalige Freundin, heutige Frau, Harald, der schläft, ne? Wie, der schläft? Wir haben eine Stunde, haben wir Rennen. Ja, ist der bekloppt, ne? Ich bin total nervös. Wollte sich noch mal ein bisschen abstimmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war dann wirklich das finale Rennen hier oben am Nürburgring. Und wie gesagt, die Platzierung war klar. Wenn Harald gewinnt, dann muss ich Vierter werden oder Fünfter, ich weiß nicht mehr genau. Und gewonnen hat damals Peter John mit dem Camaro. Genau. Und Harald war hinter mir, meine ich. Gewonnen mit dem Camaro, auch ein Satz, den man gar nicht so richtig aus heutiger Sicht sagt. Naja, aber der Camaro war zu der Zeit schon sehr performant. Ich werde nicht vergessen, wir sind auf der Avus gefahren. Avus Berlin, zu der Zeit noch die mittlere Variante, also die längere Version. Zum Schluss ist es ja dann nochmal gekürzt worden. Aber wir sind dann noch mit über 300 die Gerade runter. Das war ja zu der Zeit ja schon eine vierspurige Autobahn. Ja. Und ich werde nie vergessen, Olaf Mantai, Harald Groß und ich, wir waren zusammen mit dem BMW Coupé, beziehungsweise der Olaf Mantai mit dem Rover. Ne? Ja.
Und die Windschattenbrille. Wir haben uns auf der Geraden x-mal abgelöst. Er vorne, ich vorne. Dann kam plötzlich ein Fünfter vorbei. Ja, der war dann plötzlich Erster. Und dann irgendwann im Windschatten, im Kampf. Und dann kam plötzlich der Camaro an uns vorbei mit dem V8-Motor. Kurz über den Leerlauf dreht's halt. Und ist dann an uns vorbeigeflogen. Und dann, damals waren noch diese Schikanen, die relativ problematisch zu fahren waren. Diese Buckelpiste, ne? Also genau. Und dann werde ich nie vergessen, und der Harald ist dann vor der Schikane wieder an dem Camaro vorbei, und dann fuhren wir dann unten in die 180 Grad links hinein, und dann sehe ich den Harald, wie er gerade einlenkt, und der Camaro kam dann, ist dann in die Seite in Haralds Auto hinein, und damit war das Rennen für Harald damals dann gelaufen, und Peter Arion war dann auch nicht mehr im Rennen, aber er hat das letzte Rennen gewonnen damals, ja. Und ich bin Meister geworden, ja. Unglaublich. Haben Sie das schon im Auto gleich realisiert, oder musste man erst draußen? Nicht wirklich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch an dem Tag nicht realisiert. Das war auch so surreal in dem Moment. Wir kommen daher als Nobodies, ja, und rocken das Ding und gewinnen und sind Meister. Und ja, mit einem wunderschönen Auto, was also dann in einer Zeit, die zu der Zeit der Tourenwagensport in Deutschland überhaupt war, dann gegen solche Größen wie Harald und Prinz Poldi von Bayern und ja, Hans-Joachim Stuck und wie sie alle hießen, die gefahren sind, am Ende dann für sich zu entscheiden, war natürlich schon eine Riesennummer. Und es war dann schon eigentlich ein riesen Baustein in meiner weiteren Laufbahn. Klar, ja, also so eine Serie als Erster gewonnen zu haben unter den ganzen Bedingungen auch, ja, also als Nobody oder als Newcomer. Ja. Das Im zweiten Jahr lief es auch gut. Im zweiten Jahr waren wir wieder auf Meisterschaftskurs, mhm, und ich kriegte dann, wir sind damals auch viele Flugplatzrennen noch gefahren, Mainz-Finden, Wunsdorf, Diepholz, also mega Strecken, die wir damals hatten. Und unter anderem sind wir in dem Jahr auch Unmengen Flugplatzrennen gefahren. Und da kriegte ich einen Reifenschaden, bin tatsächlich ausgefahren. Und dann war tatsächlich dann keine Chance mehr da, den Meistertitel einzufahren. Aber im zweiten Jahr mit der Startnummer 1 war ich zu dem Zeitpunkt immer noch oder wieder auf Meisterschaftskurs. Noch mit dem gleichen Auto? Ja. Sie sind dann irgendwann umgestiegen auf 325er. Genau. Das war dann damals der nächste Schritt. Das war damals auch so ein bisschen der Wunsch von BMW, dass also der 325, wo jeder wusste, dass der M3 kommen wird, auch nochmal in der DTM stärker an den Start gehen sollte. Und das war damals auch der Grund, warum dann auch Michael Gubin entschieden hatte, von dem 36 wegzugehen. Weil man merkt natürlich auch, das Auto war zu der Zeit dann in dem damaligen Reglement an seinen Grenzen. Und der 325 sollte auch schon für uns als Team die Erfahrung mitbringen, tatsächlich auch über den M3 später nachzudenken. Mhm. Und das war der Grund, das Auto ist dann auch im Hause Gubin aufgebaut worden. Also es war kein fertiges Auto. Und das war eine Kombination damals aus Eigenentwicklung, aber auch Lucky Linda, der damals mit Winnie Vogt ja die Autos gebaut hatte, in einer Kombinationsarbeit. Und dann sind wir dann dieses Jahr mit dem 325 gefahren. Ja. Und das war mit dem Sechszylinder, oder? Sechszylinder, ja. Also Reinmotor, ja, genau. Reinmotor und dann 2,5 Liter Motor. Genau. Weil der M3 hat dann her den Vierzylinder, so, richtig, aber das war genau. Dann ganz schöner Klotz da vorne drin eigentlich. Ja, genau. Bei dem Wagen. Naja, und ich glaube, in dem Jahr sind wir Fünfter geworden in der Meisterschaft. Ja, was ja eigentlich auch richtig gut war. Ja. Gab es da eigentlich schon Abwerbeversuche von Werken oder von irgendwas? Oder? Nein, aber was passiert ist, dass ich also sporadisch dann auch eingeladen wurde zu Tourenwagen-Europameisterschaftsläufen. Und das war dann auch tatsächlich dann der Einstieg in die Werksmannschaft dann. Ich bin auch spontan gebeten worden, nach Jarama zu kommen, nach Spanien. Und dort gab es eine Fahrerbesetzung, die dann getrennt worden ist, und bin dann mit eingestiegen. Damals auch mit Otto Rensing, ja, der damals ja als Junior im BMW-Werksteam ja auch unterwegs war. Winnie Vogt, Markus Österreich, war eine Paarung. Und dort hat man mich dann auf das Auto von Otto Rensing gesetzt, und das Rennen haben wir dann gleich gewonnen. Ja, dann haben wir den ersten EM-Einsatz dann auch mit dem Sieg beenden können. Dann rief der damalige Sportchef von BMW: Stehzeit, du bist jetzt in Spanien, du fährst direkt weiter nach Portugal, nach Estoril, ja, und fährst direkt das nächste Rennen. Du bist auch gefahren. Dort hatten wir aber die klare Order, Winnie Vogt konnte Europameister werden. Das werden helfen, haben wir auch getan. Und Winnie ist dann Europameister geworden. Winnie hat das Rennen gewonnen mit Markus, und Otto und ich sind dann Zweiter geworden. Und das war dann ja der nächste Baustein in eine doch professionellere Karriere noch zu starten,
die sich also dann noch einmal eine Stufe nach oben bewegt hat. Und daraus wurden dann am Ende dann auch ein Jahr später auch WM-Einsätze, wo wir dann ja auch Emanuele Pirro und Roberto Ravaglia, die ja als Weltmeisterschaftskandidaten, ja damals unterwegs waren, unterstützt haben. Sodass am Ende Roberto Ravaglia auch Weltmeister geworden ist gegen die dominanten Sierra Cosros damals von Ludwig und Nizwitz. Und Super und wie sie alle hießen, sind wir dann mit den BMWs dann angetreten und da durfte ich dann auch ein paar Rennen fahren, ja. Wahnsinn, oder was das für eine Zeit war. Ja, es ist wirklich so. Ich meine, ich hatte eine sehr erfolgreiche Zeit mit den Münchner zusammen und habe auch viel zu verdanken. Auch natürlich primär Michael Gobin, keine Frage, ohne ihn wäre das alles nicht passiert. Aber ist falsch. Dadurch ist unfassbar viel für meine weitere Laufbahn geschehen. Und es war zu der Zeit so, dass also die damalige FIA auch entschieden hatte, dass es im Folgejahr, also 1989, keine EM mehr geben sollte und keine WM mehr geben sollte. Und somit war klar, dass also die Luft in der gesamten Fahrerwelt, die ja damals ja, ein Zehntel so groß war, wie sie heute ist, aber auch dünn wird. Und das war der Grund auch zu überlegen, was machst du jetzt? Welche Möglichkeiten hast du? Und vor allen Dingen auch, wie sind die Pläne dann vom Team Gobin? Und Michael Gobin hatte damals aber schon angekündigt, dass er sich langsam wieder zurückziehen will, weil die unternehmerischen Dinge sind jetzt wieder wichtig. Und dementsprechend war dann auch mehr oder weniger auch die Entscheidung gefallen, dass er das Folgejahr dann in der DTM nicht mehr aktiv sein möchte. Und ja, das ist dann auch wieder Zufall der Ereignisse. Ich bin auf der Motorshow in Essen und bin auf dem Opel-Stand. Und damals war der damalige Sportchef Karl Mauer auf dem Stand, Volker Kommeyer, wir kannten uns natürlich sehr gut aus vielen anderen Themen, die wir vorher gemeinsam gemacht haben, setz dich mal hin. Und dort hat er mir damals unterbreitet, dass also Opel aus dem Rallye-Sport sich zurückziehen möchte und in den Rundstreckensport einsteigen möchte und hat mich damals dann zu einer Fahrersichtung eingeladen und die war in Hockenheim. Und das war damals ein umgebautes Rallye-Auto von Sepp Haier. Ich glaube, 20 oder 22 Rennfahrer sind geladen gewesen, unter anderem auch Harald Groß und viele bekannte Rennfahrer, die dort eingeladen worden sind, das Auto mal zu fahren, zu testen. Und in Wirklichkeit war es natürlich auch eine versteckte Fahrersichtung. Und nach dieser Fahrersichtung sind dann sofort zwei Fahrer auch selektiert worden, die das Angebot bekommen haben, einen Werksvertrag zu bekommen, für das kommende Jahr in der DTM ein solches Auto fahren zu dürfen. Jo, und das war dann der Markus Österreich und meine Wenigkeit. Und später kam noch Peter Oberndorfer hinzu, der dann als dritter Kandidat zwei oder drei Monate später zugestoßen ist. Und wir am Ende dann den neuen Werkskader von Opel angestellt haben, mit dem kleinen Kadett im Teich der Großen mitzuschwimmen, aber um den Einstieg einfach für Opel in der DTM zu schaffen. Ja. Sie sind auch ein Jahr 88 den M3 tatsächlich gefahren, oder? Ja, zwischendurch sporadisch. Es gab zwei Autos. Einmal Gobin hatte damals das Meisterschaftsauto verkauft und ein neues Coupé aufgebaut. Das ist aber damals der Karl-Heinz Schäfer am Anfang gefahren in der DTM. Aber da gab es dann irgendwann einen Break und das Auto hatte ich dann übernommen. Aber zu der Zeit musste man einfach feststellen, dass es mit dem BMW Coupé gegen die M3 einfach sehr schwierig war. Ja. Und daraufhin hatten wir dann damals vom Werk einen M3 bekommen. Das war ein verunfalltes Auto ein Rennen vorher. Den hatte ich dann bekommen und bin in Zolder, ich glaube, auch direkt wieder das Podium gefahren. Lernen wir die kurzer Sinn. Damit war klar, dass also das Coupé in Wirklichkeit in der DTM zu der Zeit einfach nichts mehr zu suchen hatte. Ja. Aber Michael Gobin hat dann entschieden, nicht mehr zu fahren in der DTM. Das ist Auto übergegangen damals an das Team Budde. Ja, Budde war damals ein sehr erfolgreiches Langstreckenteam, mehrfach die 24 Stunden hier gewonnen. Und das Auto bin ich dann unter der Regie von Budde nochmal ein oder zwei Rennen gefahren. Dann musste das Auto wieder zurück zum Werk. Und dann bin ich getingelt zwischen den EM-Einsätzen und den WM-Einsätzen. Das war 88. Und in dem Jahr sind wir 24-Stunden-Rennen gefahren auch mit dem Team Budde. Damals mit einem 325. Und sind damals dann aufs Podium gefahren, sind Dritter geworden mit dem Auto beim 24-Stunden-Rennen. Und sind dann vom BMW eingeladen worden, auch das 24-Stunden-Rennen in Spa zu fahren, was wir dann auch gemacht haben.
Ja. Und das war auch erfolgreich. Ja, natürlich, also. Klar. So, wir hatten dann noch ein Riesenproblem. Wir hatten die Klasse gewonnen, sind Dritter im Gesamt geworden, aber die Siegermannschaft konnte leider in Spa, wir waren als Mannschaft eingeladen, konnte leider nicht fahren, weil damals war der Axel Felder mit auf unserem Auto und der ist ja dann leider nach dem 24-Stunden-Rennen, als er von Mailand zurückgeflogen ist, nach Hause, er war damals auf einer Werkzeugmesse, beim Flugzeugabsturz ums Leben gegangen. Genau. Okay. Und somit waren wir dann mit Jupp Brühling damals und einem Mann namens Thielke, Hermann, und ich dann in Spa und sind das Qualifying gefahren. Das Qualifying war unter widrigen Umständen. Das heißt also, der Jupp Brühling und ich konnten unser Qualifying im Trocknen fahren und der Hermann hatte das Pech gehabt, dass es angefangen hat zu regnen. Und in Spa waren die Regularien knallhart. Es gab dann die 105%-Klausel und natürlich konnte kein Fahrer, der im Regen fährt, nochmal das schaffen. Das geht überhaupt nicht. Nein. Und dann haben wir damals, also mit Dutzenden von Teams, haben wir protestiert, aber die Rennleitung hat gesagt, wenn ihr nicht in der Lage seid, zu zweit zu fahren, dann fahrt ihr gar nicht. Es ist, wie es ist, das steht im Reglement, er hat sich nicht qualifiziert, er fährt nicht. Punkt. Jetzt stand unser Hermann da, konnte wirklich nichts dafür und konnte jetzt tatsächlich das Rennen nicht mitfahren. Und dann haben wir entschieden, wir fahren zu zweit. Dann sind wir jetzt wirklich zu zweit gefahren und Sintflutregen in der Nacht. Also in Belgien Sintflutregen ist schon was anderes als hier. Kann ich mir schon Geschichte erzählen. Irgendwann natürlich kam das Wasser immer mehr ins Auto. Und wenn man dann die harten Anbremsmanöver hatte, dann kam das Wasser von ihm als Welle und schwappte dann hoch Richtung Armaturenbrett. Und unter dem Armaturenbrett war das Steuergerät. Oh, ja. Ja, genau. Wenn irgendwann haben wir da entschieden, machen Boxenstopp. Wir machen den Bodenstopfen, drücken wir einfach raus, dass das Wasser ablaufen kann. Hatte den Nebeneffekt, wenn wir dann nach der Eau Rouge das lange Bergaufstück gefahren sind, dass sich durch den Unterdruck dann plötzlich eine Wassersäule im Auto aufgebaut hat und wir hatten dann einen Springboden im Auto. Ja, wirklich jetzt. Also das Problem war dann nur verlagert, aber nicht weg. Und dann haben wir Stopfen wieder reingemacht und sind das Rennen durchgefahren. Ich werde nie vergessen, eine Nachtsituation. Wir waren wirklich fix und fertig. Das war so anstrengend. Und ich bin in die Box gekommen, aus dem Auto raus. Das waren ja damals ganz schnelle Boxenstopps gewesen, ne? Mit der Schnelltankanlage und so weiter. Und Jupp rein, schnallt den Jupp an und einmal fällt der Jupp vorne mit dem Helm auf dem Lenkrad. Ist der wirklich in dem Moment kurz eingenickt. Ja, Jupp, du musst losfahren, ja. Starte und ab und raus. Ja, wir haben es am Ende, haben wir es aber geschafft und sind dann wirklich in die 24 Stunden Rennen zu zweit ist schon heftig, das ist oder? Hart. Und Spa ist ja nun auch nicht so eine Strecke. Spa ist für mich, ich sage das immer wieder, die schönste Rennstrecke der Welt ist die Nürburgring-Nordschleife und danach kommt Spa. Ja. Ganz klar. Ja. Und Spa ist knallhart. Spa war schon früher ein Sprintrennen. Ich bin viel 24 Stunden in Spa gefahren und es war immer identisch. Von der ersten bis zur letzten Minute wirklich 100% und mehr. Nürburgring war zu der Zeit noch ein wenig anders. Wenn du zu der damaligen Zeit Nürburgring 100% gefahren bist, warst du sicher, du kommst nicht an. Ja, war so. Das konnte zu der Zeit das Material unter dieser hohen Beanspruchung, die auf der Nordschleife uns einfach herrschen, eher selten. Und deswegen waren Nürburgring immer ein bisschen weg, was heute auch anders ist. Heute ist ja komplett anders. Ist drauf gehalten. Und dementsprechend war das schon immer ein komplettes Neuprogrammieren. Wenn du in Spa an den Start gegangen bist, war es von der ersten, du darfst nicht einmal zucken. Und da darfst du nicht überlegen, fahre ich in das Loch rein oder nicht, du musst da reinfahren. Und das war Spa. Und zu der Zeit bin ich auch schon auf Opel gefahren. Ja, 24 Stunden, bin mehrfach mit der Manta am Start gewesen. Unter anderem auch damals mit Erwin Weber als damaliger Rallye-Ikone in Deutschland. Und von der Seite her war Spa immer anders. Und Nürburgring setzte sich immer ab dadurch, dass wir zu der Zeit ja noch das 24-Stunden-Rennen im Oktober gefahren sind. Also Nürburgring Oktober, weiß jeder, was das bedeutet. Ja. Und von der Seite her war das immer eine komplett andere Veranstaltung. Und hinterher, als die beiden Rennen ja relativ nah zusammengelegt worden sind, dann war es dann so, dass das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring immer vor Spa war. Und es war zeitweise sogar eine Woche später direkt. Und wenn du dann da raus bist und bist dann da rein, dann war das wirklich schwarz-weiß, was also dich selber als Person und in der Programmierung dann auch
des Fahrens. Mhm. Und da ging es wirklich nur, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann musst du volle Kanone. Wahnsinn, ja. Okay. Haben Sie eigentlich, der Alfred Heger, das ist mir eben eingefallen, der ist ja auch Renault 5 gefahren. Und der hat mir erzählt, als er dieses internationale Ding gefahren ist in Monaco und so, wo man da gestanden hat, da hat man schon von so einer Formelkarriere geträumt. Und er hat das ja auch so ein bisschen mal gemacht. Haben Sie das eigentlich auch überlegt oder war es für Sie immer geschlossene Tourenwagen? Nein, überhaupt nicht. Natürlich, logischerweise, gerade als junger Mensch träumt man davon, irgendwann im Formelauto zu sitzen. Mhm. Aber für mich war auch damals schon ganz klar, das kriegst du finanziell nur realisiert, wenn am Ende auch ein Support dahinter steht. Mhm. Und die Chance, das eine oder das andere zu tun, war auf dem Tourenwagensektor einfach größer. Mhm. Und deswegen habe ich dann irgendwann noch entschieden, erstmal A, weil ich diesen Weg auch weitergehen konnte, aber nichtdestotrotz auch, das wissen wir ja heute auch, auch als junger Mennsch, der Einstieg im Formel-Rennsport schon sehr kostenaufwendig war. Für die damalige Zeit war es auch schon sehr, sehr viel Geld, was man benötigte und das geht nicht ohne Unterstützung, zumindest bei mir nicht. Und dementsprechend war das für mich relativ klar, dass also irgendwann mal dieses Buch zugeschlagen werden muss, weil du kannst dich dann nur für eins entscheiden. Und immer kommt das Alter, wo es dann keinen Sinn mehr macht, Formel 3 zu fahren, weil du wirst dann kein Formel 1-Fahrer mehr, das ist klar. Und dementsprechend war das dann relativ schnell realisiert, dass ich mit Sicherheit eine größere Erfolgsaussicht habe, im Motorsport mich auf hoher Ebene bewegen zu dürfen im Tourenwagenbereich. Ja. Das ist sehr ich durfte als Sportchef ja auch viele Formelfahrer unterstützen. Ja. Der Weg ist steinig und der muss auch wirklich konsequent durchgezogen werden. Und was damals für mich schon klar war, das war ja auch sichtbar bei vielen anderen Fahrern, ob sie Michael Schumacher hießen oder Heinz-Harald Frentzen, innerhalb von einem Jahr ist das nicht realisierbar. Das heißt, du brauchst schon einen etwas längeren Atem. Und es macht auch keinen Sinn, wenn du normal fährst, sondern wenn, dann musst du konsequent durchfahren. Und dann musst du auch eine Meisterschaft bestreiten können und nicht mal hier und mal da, mal dort. Dann macht das Ganze keinen Sinn. Mhm. Und wenn ich dann auf der anderen Seite die Chance habe, ich kann eine komplette Meisterschaft fahren oder eine komplette Serie, dann entscheide ich mich natürlich dafür. Und das habe ich auch immer getan. Ja, sehr schlau. So. Und dann kam 89 der Einstieg bei Opel. Genau. Kissling war das Team. Genau, das war Werksvertrag. Ja. Und die Teams wurden damals ja selektiert mit Irmscher und Kissling. Und ich kriegte dann den Auftrag, bei Kissling zu fahren und habe dann auch so die Familie Kissling kennen und auch schätzen und auch wirklich ganz, ganz eng kennengelernt. Ja. Wie war das für Sie vom BMW dann wieder in einen frontgetriebenen Wagen? Jeder in meinem Bekanntenkreis hat mich gefragt, ob ich zu heiß geduscht habe. Wie kannst du BMW verlassen und zu Opel gehen und von so einem Auto in so einem Auto? Geht gar nicht. Das Gegenteil war der Fall. Ich habe mich damals, ich werde das nie vergessen, die ersten Gespräche mit Opel, auch in Rüsselsheim, das hat mich so motiviert, auch so etwas mit anzufassen, was vorher nie da war in einem Unternehmen. Diese Challenge hat mich ganz einfach gereizt. Und das eine war ja klar, ich meine, ich hatte bis dahin schon 3 Meisterschaften gewinnen können. Warum sollst du nicht etwas tun, was vielleicht mal ein bisschen atypisch ist? Und die Verbindung zu Opel war bei mir immer da. Ich bin Bochumer, wir haben ein Riesenwerk in Bochum gehabt. Und ich werde das nie vergessen, als wir die Gespräche damals geführt haben. Ich habe da nicht lange nachdenken müssen. Das ist für mich wirklich eine Herausforderung. Ich möchte es gerne tun und ich mache das auch, mit allen Konsequenzen. Und ja, diesen Schritt bereue ich bis heute nicht. Nee, das glaube ich. Man muss ja sagen, klar, im Tourenwagensport, das ist ja leider bei Ihnen auch so gewesen, waren natürlich andere Marken erfolgreicher, Mercedes, BMW, irgendwas Opel so. Opel gab es ja gar nicht auf der Rundstrecke in der Form, aber in der Form als Werksteam. Ja. Wir drehen zurück, Opel war Rallye-Weltmeister. Genau. Also die haben gezeigt, dass sie im Motorsport, wenn sie was anpacken, das auch richtig bis zum Ende durchziehen können. Und von daher, finde ich, war der Schritt eigentlich so, man geht ja ins Weltmeisterteam. Zu einer anderen Kategorie, und aber trotz allem war es... Ich werde nie vergessen, mein erster Besuch in Rüsselsheim, damals in der Motorsportwerkstatt. Und durchweg professionelle Mechaniker aufgestellt, wirklich bis ins Detail durchorganisiert. Aber sie waren Rallye-Leute. Und dann steht plötzlich ein Rundstreckenfuzzi vor der Tür und sagt, hallo, ich bin der Neue, wir machen jetzt Rundstrecke. Bei mir macht ihr euch nicht dreckig. Boah, dass ich nicht gefressen worden bin, also quer, das war alles. Jetzt kommt da noch so ein Fuzzi hierher, ja, der hat schon von Motorsport keine Ahnung, weil der reine Motorsport ist Rallye-Sport. Ja.
ein bisschen überspitzt, aber das war klar. Ich meine, da kommt eine Mannschaft, die ihr Leben lang im Rallye-Sport unterwegs war und natürlich auch Weltmeister war, Europameister war, deutscher Meister war, also alles gewonnen, was man gewinnen kann, ein Auto gebaut hat für Dakar und all die Dinge, die ja gemacht worden sind. Und dann soll man plötzlich dann auf die Rundstrecke gehen. Das ist für so einen richtigen Rallye-Enthusiasten. War das No-Go. Ja, war No-Go. War das so der Karl-Heinz Goldstein? War der noch da? Der war nicht mehr da. Der war nicht, der ist gegangen. Der war schon weg zu der Zeit, ja. Genau. Okay, genau. Ja. Also ich habe noch Hellebein erlebt und okay. Ja. Mit wem haben Sie das Gespräch geführt oder das Einstellungsgespräch? War das? Das war damals eine Kombination aus Karl Mauer als Sportchef. Ja. Und damals Hellebein. Den ich sehr, sehr geschätzt habe. Jochen Berger damals. Ja. Ja, Rallye-Europameister mit Walter Röhrl zusammen gewesen. Ja, du kommst da hin und sagst, okay, hier sind nur Größen. Und naja, so richtig mochte keiner so Rundstrecke. Außer Karl Mauer selber, der ja auch Rundstrecke gefahren ist. Ne? Und Hellebein war da auch sehr offen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war am Anfang schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt stehst du das hier ein bisschen. Ja, tatsächlich. Ja, bin jetzt hier für die DTM, braucht kein Mensch. Und das wahre Leben findet auf Schotter und auf im Dreck statt. Im Dreck statt und das ist Rallye-Sport. Nein, aber da ist so schnell eine Verbindung rausgewachsen und die Mannschaft zum Glück ist ja dann noch die deutsche Rallye-Meisterschaft ja weitergefahren worden, damals mit Sepp Haider. Und das heißt also, da war also die Trennung war nicht knallhart und cut und ab morgen machen wir gar keinen Rallye-Sport mehr, sondern es war plötzlich eine neue Variante mit dazugekommen. Und das ist dann auch relativ schnell, dann sehr freundschaftlich, dann hat sich das weiterentwickelt. Tolle Kollegen damals gehabt, die sich um alles gekümmert haben und auch diesen Rundstreckeneinstieg aus Werkssicht gesehen, auch tatsächlich mit Support und auch mitgeschaltet haben. Ja. Leider waren die Autos immer nicht ganz so konkurrenzfähig, oder? Also der Omega, das war ja leider auch so ein bisschen so ein Sorgenkind, oder? Nein, man muss immer die Realität sehen. Und ich weiß noch genau damals, wie entschieden worden ist, wir gehen in die DTM, wir fangen an. Hm. Ja, wir schauen, wir positionieren uns und wir wollen natürlich mehr machen. Und das ist ein Stufenprogramm. Und der Kadett war, wir waren ja die Zuschauerlieblinge. Ne, wenn wir mit den Kadetts ankamen, auf zwei Rädern, wir konnten Letzter werden, das war kein Problem. Aber wir sind nicht Letzter geworden. Nee, stimmt. Und das war ganz gut. Wir haben zwischendurch auch wirklich die Konkurrenz aufmischen können. Aber klar war, dass die nächste Stufe der Omega sein wird. Und zu der Zeit, muss man sagen, war das Reglement ein ganz anderes. Und dort war noch das sogenannte Gruppe A-Reglement die Grundbasis für die damalige DTM. Und der Omega war natürlich deutlich performanter auf der Papierform wie jetzt der Kadett, das war klar. Aber natürlich auch klar, dass wir in der Konstruktionslage, wie das Auto sich als Serienauto darstellt, als Rennauto um zu funktionieren, natürlich auch Nachteile hat. Großer Sechszylinder, der also vor der Achse sehr weit gehangen hat. Andere sind mit Vierzylinder gefahren. Wir wussten, es wird schwierig. Aber zumindest mal war der nächste Schritt, um auch zu lernen, um auch die Mannschaft zu schleifen, ein guter Schritt gewesen. Und wir sind ja am Ende mit dem Omega. Der Omega war am Anfang sehr problematisch. Das haben wir aber relativ zügig in den Griff bekommen. Und am Ende des Jahres, werde ich nie vergessen, ist Klaus Niedwitz und ich auf P1 in Hockenheim umhergefahren, weil wir ganz einfach natürlich auch von der Lernphase oder von der Lernkurve einen Riesenschritt machen konnten. Und das war natürlich dann auch der nächste Schritt zu sagen, okay, es gibt die Sondervariante Evo 500, weil die Konkurrenz natürlich auch schon nachgerüstet hat und natürlich die Regularien dann Sonderedition Cecotto und Mercedes Evo und was da alle kam. Also kam dann auch der Evo 500, was also am Ende auch ein Auto war, was einen deutlichen Schritt gemacht hat, aber immer noch nicht siegfähig war. Es gab zwei Rennen auch, wo es beinahe geklappt hätte. Ich war in Singen Dritter, wo mir dann 100 Meter vor Schluss die Hinterachse explodiert ist und das Auto in Flammen stand. Da gibt es tolle Bilder, toll in Anführungszeichen, und ich wirklich 100 Meter vor der Ziellinie dann das Ziel nicht erreicht habe. Aber auch in Hockenheim und so weiter waren wir dann schon in einer ganz anderen Pace unterwegs. Und klar war ja zu dem Zeitpunkt auch schon, es gibt etwas ganz Neues und das war ja dann der Calibra. Mhm.
Das war ja eine Erfolgsgeschichte. Also das war ja beeindruckend, wie es dann weiterging. Sie sind dann auch so nach und nach so ein bisschen hinter den Kulissen, ist Ihre Rolle gewachsen. Ja, relativ früh sogar schon. Das fing eigentlich schon im Zeitalter des Kadetts an. Mhm. Erstmal hatte mir damals Klamauer auch die Mitverantwortung übertragen, auch das Rallye-Programm mit zu betreuen, technisch auch mit drüber zu schauen. Das war damals mit Sepp Haider und Ferdi Hinterleitner. Und wir sind ja dann auch 89 direkt dann deutscher Meister geworden und das war natürlich ein schöner Erfolg. Und auch in der Weiterentwicklung des Kadetts, mit dem Kadett haben wir sehr viel gemacht und wir sind ja auch mit dem Kadett immer weiter nach vorne gekommen, Anführungszeichen nach vorne. Mhm. Und das waren die wichtigen Schritte, die ich zum Teil auch selber mit eingeleitet hatte. Und da war dann relativ schnell klar, dass also ich auch in die Richtung Engineering mit drüber gehe, also nicht nur das Fahrische und die Testfahrten und so weiter mache, sondern auch im Engineering mit eingreifen sollte und unterstützen sollte. Und daraus resultierte dann auf einmal die Entscheidung, dass ich für den Kaliber dann Projektleiter werde. Und das war natürlich eine Nummer, wo ich dann schon dreimal geschluckt habe, ob diese Kröte nicht ein bisschen zu groß ist und ich mich daran verschlucke. Aber auch das war für mich eine Challenge zu sagen, okay, ich pack's an, ich werde alles geben, dass wir's packen. Und damit haben wir dann auch den Grundstein gelegt für eine ganz neue Ära im Opel Motorsportbereich mit einem Projekt, um zu beschäftigen, was zu der Zeit noch nie da gewesen war. Ja. Naja, was raus geworden ist, wissen wir ja. Ja. Sie haben ja damals schon also irre Budgets verantworten müssen. Ja. Bei dem Calibra, da ging das ja so richtig los, dieses Hochrüsten Jahr für Jahr oder auch nach jedem Rennen eigentlich, wo die Konkurrenz auch nicht locker gelassen hat. Ja. Und haben Sie auch bei der Fahrerpaarung und so, haben Sie da auch mitgesprochen und das ausgewählt? Fahrerpaarung war zu der Zeit, wurde ich nach meiner Meinung gefragt. Aber die Entscheidung konnte ich zu der Zeit noch nicht selber treffen. Und aus dem Engineering-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir wichtig, dass zu der Zeit war es ja so, die Testfahrten hatte ich alle selber noch gemacht und dass ich Kollegen dazu bekomme, die auch in der Lage sind, ein solches Auto umzusetzen. Und da sind ja dann plötzlich Namen bei rausgekommen, da haben andere mit der Zunge geschnalzt. Ja. Das war natürlich dann irre, wenn man dann plötzlich, früher waren wir Gegner auf der Strecke, plötzlich waren wir Kollegen. Und wenn man dann mit einer solchen performanten Fahrertruppe ein solches Auto dann von Sieg zu Sieg treiben kann, und am Ende ja auch den Titel geholt haben, ob das jetzt der Fahrertitel war, ob es der Markentitel war, ob es die ITC war. Wir haben ja dann wirklich ja alles nach Russelzahn geholt. Das ist wirklich Wahnsinnsnamen. Kike Rosberg, Manuel Reuter, Klaus Ludwig, Uwe Alzen, Yannick Dalmas, Le Mans-Sieger. Wahnsinn, ja. Irre Fahrerpaarung gehabt. Und zwischendurch durfte ich auch noch selber fahren. Ja. Das war schon, auch die Entwicklung des Autos. Wir hatten zu der Zeit Entwicklungsfreiheit. Wir hatten ja ein Reglement gehabt, das war freier oder offener als das Formel-1-Reglement. Ja. Und deswegen, auch teurer fast. Darüber reden wir jetzt nicht. So aber Fakt war, dass wir natürlich, wenn man Ingenieuren freien Lauf lässt, dann drehen sie durch. Genau. Dann, ja. Und dann haben wir Dinge gemacht, die am Ende so crazy waren, die unser Auto aber dann wirklich von Sieg zu Sieg getrieben haben. Und wenn man heute drüber nachdenkt, wie frei das Reglement war, undenkbar. Undenkbar heute. Das war meine Lernkurve, die wirklich nach oben gegangen ist. Also das, was ich in den Jahren mit dem Kaliber gelernt habe, ist zum Teil heute noch wirklich aktuell, weil wir Entwicklungen gemacht haben, die tatsächlich heute im Serienbereich sind. Und daher kommt auch meine Aussage immer, dass also der Motorsport einen Synergieeffekt hat zur Serie, aber die Serie auch einen Synergieeffekt hat zum Motorsport. Das ist wirklich vice versa. Und viele machen sich keine Gedanken darüber. Was wir im Motorsport entwickelt haben, ist tatsächlich übermorgen in der Serie gewesen. Und umgedreht genauso. Und da haben wir Dinge entwickelt wie Gussverfahren für die Motorblöcke, die tatsächlich heute jeder Serien-Opel dann hatte. Und das sind natürlich auch Dinge, die machen stolz. Das heißt, wir sind Vorreiterrolle gewesen im Motorsport mit der Freiheit, die wir hatten und auch durften zu dem Zeitpunkt. Ja. Wir machen alles, um am Ende auch wirklich gewinnen zu können. Und dementsprechend sind da Dinge bei rausgekommen, die uns unfassbar nach vorne getrieben haben, im Ingenieurbereich, aber auch dann in der Technologie als solches dann für weitere Projekte. Die pneumatischen Ventile haben es zum Glück nicht geschafft. Doch, doch. In die Serie? Die haben wir auch geschafft. Nee, in die Serie nicht. In die Serie nicht, nee, den meine ich, den haben Sie da drin gehabt. Ja, genau. Ich habe mit dem Professor Fritz Indra habe ich mal einen längeren Talk über den Kaliber und den Motor gemacht und so. Stimmt das eigentlich, dass der Motor kam ja von Cosworth?
verplombt, dass der Professor Indra irgendwie gesagt hat, was, die Plomben aufgemacht hat und reingeguckt hat, was da drin ist? Ja, ja, der war ja auch jemand, der diesbezüglich keine Scham hatte. Nein, ich meine, unser Motorenpartner war Cosworth. Ja. Wir haben angefangen damals mit der Firma Schrick in Remscheid. Ja. Und dann sind wir auf den neuen Motor, der 75-Grad-Motor, dann, der dann aus dem Monterrey kam, aus dem Opel Monterrey. Und den haben wir dann mit Cosworth entwickelt. Ja, gut, das war unser Partner, aber am Ende, der Chef war ja zu der Zeitpunkt in der Motorenentwicklung Professor Indra. Ich will da reingucken, ja. Die Plombe stört mich nicht. Nein, aber wirklich, also er hat auch so faszinierende Sachen erzählt über den Kaliber. Gibt es da irgendwas, was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, wo dieser technische Größenwahnsinn sich noch so extrem aussieht? Es fing ja damit an, dass wir die Konkurrenz geschockt haben, dass wir die ersten waren, die einen verstellbaren Heckflügel hatten in Hockenheim. Der sieht da hinten so abgefallen ist. Genau. Ne? Ja. Also DRS-System heute in der Formel 1 hatten wir schon 1995 gehabt. Und dann kam gleich damals die Sportbehörde, das werden wir jetzt im Reglement verbieten, haben sie dann ja auch. Ja. Nee, also die Faszination war sicherlich unsere Hydraulik, die wir im gesamten Fahrzeug hatten. Mit dieser Hydraulik haben wir unfassbar viel gesteuert. Also ob das jetzt die Kühlerjalousien vorne im Lufteinlass waren, die wir dann geöffnet oder geschlossen haben, je nach Speed und je nach Wasser- und Öltemperatur, bis hin, wir hatten drei Differentiale, wir hatten ein Frontdifferential, wir haben einen Allradantrieb gehabt, wir haben ein Heckdifferential gehabt und wir haben ein Differential, eine Momentenverteilung im Getriebe gehabt. Und die haben wir dann auch Strecken, also Wegstrecken abhängig gesteuert, und haben mit einem Hydraulikdruck von 200 Bar gearbeitet. Erstmal den aufzubauen, das war mal nicht so ganz einfach, ne, dass wir also Hydraulikpumpen aus dem Helikopterbereich und aus dem Baggerbereich verwendet haben, die diesen Druck überhaupt aufbauen konnten. Ja. Und dann haben wir schon damals ja auch mit einer Steuerung gearbeitet im Millisekundenbereich. Das heißt also auch, wenn wir den Stabi vor der damaligen Castrol S auf dem Grand Prix-Kurs von hart auf weich gestellt haben wir das mit Hydraulikelementen gemacht. Das heißt also, der Stabilisator hat sich vor jeder Kurve neu verstellt und das Mittendifferential, das Heckdifferential, das Frontdifferential, der Sperrgurt, alles haben wir hydraulisch gesteuert. Bis hin zur Kühlerjalousie und all die Dinge, die wir damit gemacht haben. Also völlig gaga aus der heutigen Sicht, aber wir haben das tatsächlich alles damals elektronisch gesteuert. Und wenn das Auto bei Start und Ziel vorbeigefahren ist, damals sind wir auch schon Telemetrie gesteuert gefahren. Das heißt, wir haben die Echtzeit des Autos in der Box gesehen. Und wenn das Auto über Start und Ziel gefahren ist, hat er sich resettet. Das heißt also dann, ab da ging es wieder bei Null und nach Wegstrecke fing wieder alles bei Null an. Und das heißt auch wenn sich ein Fahrer mal gedreht hat, macht nichts. Ne? Das Auto hat sich resettet und hat dann seinen Programmstand wieder drin gehabt. Ja. Zu der Zeit haben wir schon Semi-Automatikgetriebe gehabt. Das heißt, Schaltwippen am Lenker war zu der Zeit ja unfassbar weit schon. Hat es auch gerade. Ne? Und wir waren zu der Zeit in der Lage, dass wir also auch das Schalten vorprogrammiert haben. Das heißt also, der Fahrer hat dann nicht, wie es heute der Fall ist, weil es im Reglement nicht anders erlaubt ist, schaltet jetzt, kommt im sechsten Gang die Gerade runter und will im zweiten Gang die Schikane fahren, schaltet runter 5, 4, 3, 2, sondern wir konnten damals schon auf der Geraden, okay, sechster Gang ist drin, 5, 4, 3, 2, wenn du auf die Bremse gegangen bist, hat er von alleine runtergeschaltet, bam, 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 bam. Das ist mega, kriegen die leuchtende Augen, was wir da alles gemacht haben. Ja? Und dann zur damaligen Zeit. Und das im Millisekundenbereich, da muss ich mir vorstellen, eben. Also nicht 1, 2, nein, baff, baff, baff ging das und das war 1996. 100 Jahre her. Ja, es ist wirklich 100 Jahre her. Ne? Also das, was Sie mir gerade sagen, mir hat der Marc Lieb mal dieses Lenkrad vom Porsche 919 erklärt. Und hat auch gesagt, hat mir ganz stolz erzählt, guck mal, hier konnten wir vorprogrammieren. Da mussten wir einmal drücken und dann hat er runtergeschaltet. Jetzt erzählen Sie es mir aus den 90ern. Da war er noch in der Schule. Ja, im Kindergarten war er noch. Oder vielleicht gar nicht geboren. Oder vielleicht noch gar nicht getroffen. Nee, Spaß beiseite. Aber es ist ja wirklich so. Das zu der Zeit zu entwickeln, war faszinierend. Irre. Und da war das nicht nur eine Programmzeile, sondern musste man schon richtig noch programmieren. Vor allem die damalige Elektronik war ja auch noch nicht so weit. Eben, deswegen brauchen wir hohe Drücke und deswegen auch diese Hydraulikeinheit. Heute würden wir es mit Sicherheit anders machen. Ja, mit Hochvolt. Ich bin ja damals dann das Rennen in Mugello gefahren. Klaus Ludwig hatte Nierenkolik bekommen und ich durfte sein Auto fahren. Und mir ist dann so eine Hydraulikleitung geplatzt im Auto. Und wenn dann plötzlich 200 Bar durch die Gegend spritzen, da kann man nur in Deckung gehen, kann ich sagen. Da ist richtig Druck drauf. Ja, das stimmt. Ja. Komatsu war Ihr Partner, glaube ich, oder der Baggerhersteller. Genau, Komatsu-Pumpen. Ja.
Wahnsinn. Gut im Bilde. Gut im Bilde. Faszinierend. Ja, wirklich faszinierende Technik und faszinierende Autos. Schade eigentlich, dass das irgendwann verboten wurde, aber auf der anderen Seite, was haben Sie für ein Budget gehabt in dem Maximaljahr, als Sie Meister geworden sind? Habe ich vergessen. Naja, mein Chef, ich war ja zu der Zeit noch nicht Sportchef. Ja. Du gehst bitte zum Entwicklungsvorstand und erklärst mal gerade wieder, was ihr treibt. Ne? Also wir waren dann schuld, dass also das Budget aus dem Ruder gelaufen ist. Nee, es war dann, ich werde es nie vergessen, wir sind ja in Brasilien mit Manuel Reuter dann Meister geworden. Und dann ging es auch noch weiter nach Japan. Und ich werde nie vergessen, es war kalt, es war fürchterlicher Regen. Es ging um die Markenmeisterschaft, die konnten wir auch noch gewinnen. Und wir haben uns damals in Japan schwer getan. Und unser damaliger Sportchef, der sagte, na, Stretzeck, du verschwindest jetzt, du setzt dich jetzt heute Abend in den Flieger und du fliegst jetzt direkt nach Nogaro und fährst Reifentest schon für das nächste Jahr. Ich war so froh, dass ich aus Japan weg konnte, weil ich fand das zu dem Zeitpunkt da so schrecklich. Das war so erdrückend, man hat nichts verstanden, man konnte niemals auf der Straße zum Hotel fahren, weil man kein Schriftzeichen erkannt hatte. Ja. Und das war dann, werde ich nie vergessen, am Qualifying bin ich dann zum Flughafen, bin dann nach Hause geflogen. Und beziehungsweise nach Frankreich geflogen, bin in Nogaro dann den ersten Test gefahren, damals mit dem STW Vectra und musste dann einen Reifentest fahren mit Michelin. Gut, am Ende haben wir es ja geschafft, wir sind dann auch noch Markenmeister geworden und das war dann genau der Punkt, wo man dann auch im Unternehmen entschieden hatte, dass der Stritzek auch noch andere Aufgaben übernehmen sollte. Sportchef. Jo. Wie war das eigentlich damals zur Calibra-Zeit mit den, also wir haben ja ein paar Namen schon genannt. Der eine oder andere gilt ja so als Diva. War das schwierig, die Kollegen zu handeln? Dazu äußere ich mich nicht. Nein, wir sind ja alles Rennfahrer sowieso. Ja, kleine Alpha-Tierchen ist normal. Jeder hat seine Charaktere, Eigenschaften. Und ich muss ehrlich sagen, über die Zeit hinweg, natürlich waren da auch schwierige Kollegen dabei, gehört aber auch dazu. Und die zu handeln war auch nie einfach. Aber am Ende ging es ja um das gemeinsame Ziel. Wir wollten alle Erfolg haben. Natürlich, logischerweise, wenn man 8 Superstars im Team hat und einer kann nur gewinnen. Also wir haben es tatsächlich mal geschafft, 1, 2, 3, 4. Und wir haben 2 gehabt, die sind mit langem Gesicht nach Hause gefahren. Jeder hätte sich gefreut, wenn er auf dem Podium steht. Nee, er ist nur 3. geworden, weil 2 Teamkollegen sind vor ihm. Und der 4. geworden ist, für den war die Welt zu Ende. Ja, das glaube ich. Geht ja gar nicht. Ja. Wieso der auch nicht? Das sind die Dinge, die sind menschlich, völlig okay, hat mich aber auch geprägt, habe viel gelernt, auch viel lernen müssen. Ist nicht einfach, so etwas zu handeln. Aber am Ende stand immer eins oben drüber. Oben drüber stand immer die Marke Opel und dass wir das Maximum erreichen gemeinsam. Das geht dann auch nur gemeinsam. Teamwork. Motorsport ist Teamwork. Sie haben ja danach dann irgendwie als Motorsportchef auch Personalentscheidungen fällen müssen. Ich möchte jetzt mal auf ein Jahr zu sprechen kommen, und zwar, wie Sie Heinz-Harald Frenzen verpflichtet haben. Sie haben eben gerade gesagt, ein Jahr reicht eigentlich nicht zur Entwicklung. Heinz-Harald Frenzen hat eigentlich nur einen Einjahresvertrag. Sie haben das nachher nochmal auf ein zweites Jahr verlängert. Wie war das so von der Erwartungshaltung her? Haben Sie gesagt, Mensch, da kommt jemand, der in der Formel 1 so lange erfolgreich war, der wird das mit links machen, oder wussten Sie schon, dass das DTM ein anderes Kaliber ist? Ganz realistisch. Heinz-Harald, erstmal haben wir eine gemeinsame Historie gehabt. Heinz-Harald ist damals ja auch den Opel-Motor in der Formel 3 gefahren. Das war das eine. Okay. Aber das andere war auch, dass wir die Herausforderung gemeinsam gesucht haben. Mein Heinz-Harald kam ja nochmal wirklich Vize-Weltmeister, ja, alles erreicht in der Formel 3, außer im WM-Titel, was man erreichen kann. In der Formel 1. Formel 1, ja. Und dementsprechend natürlich wussten wir, dass also Heinz-Harald definitiv kein Rennen mehr fahren muss. Entweder möchte er oder er möchte nicht. Und diese Geschichte damals gemeinsam überhaupt möglich zu machen, war schon eine richtige Nummer. Und das war auch das, was wir letztendlich miteinander wollten. Die Erwartungshaltung, die war aufgrund der Erfahrung, die wir hatten, weil zu der Zeit waren ja auch schon andere Formel-1-Fahrer in die DTM gekommen. Und wir haben bei allen gesehen, wie schwer sie sich getan haben. Und das ist auch normal. Ein DTM-Auto und ein Formel-1-Auto, das sind Quantensprünge. Nicht mal doppeltes Gewicht, halbe Leistung. Ja, genau. Und natürlich auch diese Dichte, die in der Formel 1 ja in der Quantität der Fahrzeuge eher selten zu finden ist. Und dann haben wir ein Team, was dominant ist, dann kommt das nächste Team, dann wird es ja schon ein bisschen dünner. Aber in der DTM war es ja manchmal so, dass da wirklich 20 Autos innerhalb, ich werde nie vergessen, Zandvoort, P1 zu P2 waren 3.000, zu P4 waren 5.000, ja klar, war Zandvoort, werde ich nie vergessen. Tausendstel.
Wir reden nicht über Zehntel, sondern wir reden über Tausendstel. Ja. Und das zeigt natürlich dann in dem Moment, wie schwer es auch dann für jemanden, der aus einer ganz anderen Materie des Motorsports kam, sich am Ende in der DTM zu nivellieren. Ich war da immer Realist, oder wir auch als Team, als Opel Motorsport Team waren Realist. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir mit ihm auch große Erfolge feiern können. Aber die Erwartungshaltung war, wie ich gerade gesagt habe, weil wir einfach gesehen haben, dass auch andere Größen sich unfassbar schwer getan haben, wie Hacking und wie sie alle hießen, Coulthard und wer alles mit in die DTM damals gekommen ist und alle einen tollen Job gemacht haben, aber am Ende auch sich schwer getan haben. Und deswegen war das klar, dass am Ende das auch uns passieren wird. Und in der Kombination damals, Heinz-Harald Fensen im Opel mit Stern als Sponsor, das war natürlich schon eine riesen Nummer, ja. Man sagt ja Opel immer so ein bisschen nach, dass sie vielleicht zu wenig am Ende des Tages draus gemacht haben, aus diesen ganzen Wahnsinnserfolgen. Also das ging schon bei der Rallye-WM los, glaube ich, da. Das ist auch so fast ein bisschen sang- und klanglos im Sande verlaufen. Also da hätte man vielleicht irgendwie für die Serie noch mehr draus machen können, oder? Ja, es ist natürlich schwer zu urteilen über das eigene Unternehmen, aber ja, ich drücke mich mal anders aus. Wir Motorsportler, wir sind ja doch in einer sehr klar strukturierten Schublade. Und wir schauen immer aus unserer Sichtweise. Und aus unserer Sichtweise, und da nehme ich auch, glaube ich, meine gesamte Truppe, hätten uns häufiger gewünscht, dass wir aus dem, was wir erreicht haben, mehr machen können. Das meine ich. Ja. Mercedes, den ganzen Tag reden die über genau. Die Motorsport-Erfolge. Und hätten wir uns gewünscht. Vielleicht waren wir einfach zu bescheiden. Ich sage häufig auch zu meiner alten Mannschaft, wir haben viele Fehler gemacht, die macht jeder und auch ich als Sportchef in meinen Entscheidungen, aber man muss auch Entscheidungen treffen, am Ende weiß man, ob sie richtig sind oder nicht. Und wenn wir aber einen ganz großen Fehler gemacht haben, den kreide ich mir heute noch an, wenn wir erfolgreich waren, wir haben diesen Erfolg nie richtig gefeiert und genossen. Das ist aber eine Selbstkritik an uns selber, weil wir schon wieder mit dem Erfolg an morgen gedacht haben und schon wieder so abgetaucht sind nach dem großen Sieg am Nürburgring mit Jockelwing, egal was wir gemacht haben. Ja. Andere haben gefeiert und haben dann auch die Korken knallen lassen und wir sind schon wieder mit angespanntem Gesicht nach Hause gefahren und haben schon das nächste Rennen oder die nächste Veranstaltung vorbereitet. Das kreide ich uns heute an. Aus Unternehmenssicht, klar, logischerweise, wünscht man sich immer, dass das maximale Paket am Ende dann auch aus dem Erfolg gemacht wird. Ich will das gar nicht beurteilen, weil wie gesagt, wir haben immer unser Fensterchen gehabt und schauen da raus und das war das Motorsportfenster, aber man muss ja immer die Gesamtunternehmensstrategie sehen und da waren manchmal andere Themen einfach wichtiger als das, was die Motorsportler an dem letzten Wochenende geleistet haben. Ja. Es ist gut, dass Sie das so selbstkritisch sagen, deshalb zum Beispiel Just Capito. Der ja bei VW die Rallye-WM einen Erfolg nach dem anderen gefeiert hat, der hat auch gesagt, ihm war es immer wichtig, jeden Erfolg auch zu feiern, dass die Leute es kapieren, dass sie gewonnen haben und dass es was Besonderes ist. Irgendwann kam dann die Buchhaltung und haben gesagt, Leute, ihr feiert jedes Wochenende für irre viel Geld, seid ihr da. Aber es war halt jedes Wochenende irgendein Erfolg da so halbwegs, jedes Rennwochenende. Aber er sagt, das war immer wichtig, das stimmt. Ja, ist wirklich wichtig, weil wir haben schwere Zeiten gehabt. Ja, klar. Und da muss man die Mannschaft auch zusammenhalten. Ja, Und dementsprechend natürlich ist das, was ich heute definitiv anders machen würde. Weil als Fahrer, ich bin ja immer noch aktiv, genieße ich heute die Erfolge ganz anders. Weil du weißt nicht, wann der nächste kommt. Und deswegen ist das heute bei mir ganz anders abgespeichert. Aber das ist Lebenserfahrung, Selbstkritik, manchmal auch vorm Spiegel stellen und ich brauche keinen Föhn mehr, ich habe keine Haare mehr. 10 Minuten haben wir auch 3 Minuten Zeit zu überlegen, ne? Wenn der Bart steht. Gab es einen, oder wenn Sie es sagen mögen, gab es einen Lieblingsfahrer von Ihnen, der, wo Sie gesagt haben, ach, mit dem war das irgendwie immer... Es gibt, wir haben tolle Fahrerpaarungen gehabt. Ich möchte da keinen highlighten, das wäre auch unfair den anderen gegenüber. Okay. Klar, man einige mehr gerne als den anderen, aber... Spaß gehabt haben wir eigentlich mit vielen, waren zum Teil auch ernsthafte Gespräche, auch ganz klar. Nichtsdestotrotz, interessante Typen, interessante Charaktere dabei gehabt und highlighten möchte ich einfach keinen, der Fairness halber. Das ist gut. Herr Strizek, jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, weil wir haben noch 10 Minuten. Und die Hörer haben auch so lange darauf gewartet, dass wir uns mal treffen. Aber ich habe noch hier stehen Olaf Beckmann mit seinem Manta.
Ihre ganzen 24-Stunden-Rennen. Wie viele 24-Stunden-Rennen sind Sie am Nürburgring gefahren? 45 dieses Jahr. 45 24-Stunden-Rennen. Dann haben Sie mit einem DTM Astra, haben Sie das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen, was auch keiner erwartet hätte, wo viel, viel Arbeit drin steckt und viel darüber erzählt werden müsste. Sie sind Chef der OPC-Sparte, wo Sie das ganze Wissen irgendwie in den Serienbau mit reinbringen und wo es auch tolle Autos gibt. Und nicht zuletzt haben Sie neulich mal einen Elektro-Rallye-Wagen präsentiert. Da sollten wir eigentlich auch drüber reden, auch wenn das hier alte Schule heißt. Meinen Sie, das kriegen wir alles in 10 Minuten rein oder wollen wir uns nochmal treffen? Das entscheiden Sie. Aber nein, wirklich. Meine Entscheidung ist schon gefallen. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das nochmal vielleicht gesondert machen könnten und wir uns da nochmal treffen. Weil ehrlich gesagt, und dann unterrichten Sie noch. Also ich habe mir den Stundenplan angeguckt, den haben Sie mir geschickt. Da würde ich am liebsten nochmal studieren. Also das ist ja auch, wie heißt der Studiengang? Technik und Management im Motorsport. Ach, geht ja, 16 Vorlesungen im Jahr mit abschließender Prüfung allerdings. Ja, oh, achso, nee, okay, dann nehme ich es zurück, würde ich doch nicht machen. Nee, gerne, also ich meine, wir können es gerne morgen machen, wenn Sie möchten. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Ja, aber wissen Sie, wir reißen jetzt, genau, ich habe das ja alles aufgezählt, wir reißen jetzt irgendein Thema an und kriegen es wahrscheinlich nur so abgehackt zu Ende, oder? Absolut. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Aber wir können natürlich ein 24-Stunden-Rennen rausholen und das ist natürlich 2003, wo Sie das 24-Stunden-Rennen gewonnen haben mit einem DTM-Auto. Zusammen mit Manuel Reuter, Timo Scheider und Marcel Thiemann. Der Name ist eben auch schon gefallen. Ne? Ja. Im Nachgang betrachtet, sehr mutig gewesen. Also viele haben damals prophezeit, das wird dir den Kopf kosten. Ja. Weil diese verrückte Idee, die hatte ich eigentlich schon vorher schon mal gehabt. Ich habe immer versucht, auch damals als Sportchef und Beirat der ITR, also der Dachorganisation der DTM, auch meine Kollegen zu motivieren, dass wir wieder einen DTM-Lauf auf der Nordschleife machen. Und alle haben gesagt, das geht nicht mit den modernen Autos, das kriegen wir nicht hin. Ich habe immer gesagt, ich beweise euch das. Und ich bin ja damals auch mit dem Calibra beim 24-Stunden-Rennen hier mal an den Start gegangen. Bin dreimal 4 Stunden gefahren mit dem Auto und wollte eigentlich beweisen, dass das Auto das kann. Und das war damals auch das Feiern von 100 Jahre Opel. Und deswegen wollte ich den Fans, für die Fans habe ich das gemacht, habe damals dieses Auto dann hier eingesetzt, bin selber gefahren und das war die damalige DTM-ITC-Technik, die noch deutlich filigraner war als das, was wir danach gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann kam irgendwann, bin ich zu unserem Chef und habe gesagt, ich habe wirklich eine bekloppte Idee. Einfach mal zuhören. Und wir haben jetzt im Rahmen des 24-Stunden-Rennen, Nürburgring 24-Stunden-Rennen ist weltweit ein wirklich sehr beachtetes Rennen. Und wir haben als Marke, sind wir an Nummer 2 der Sieger in Klassen. BMW war Nummer 1, wir sind Nummer 2. Wir haben viel erreicht, aber wir haben noch keinen Gesamtsieg. Und ich bin der Meinung, das können wir packen mit einem solchen Auto. Ich werde nie vergessen, aber 2 Meter rund. Dann ist er, ich saß gegenüber, ist er aufgestiegen. Und wer war das, der Karl Forster, oder? Und Karl Peter Forster. Ja. Stritzek, du hast eine Macke. Wortwörtlich. Dann habe ich das nochmal erklärt. Man hat gesagt, pass mal auf, probier's. Schau mal, ob das wirklich realistisch ist. Und das war dann für mich der erste Einstieg, dass ich dann hier einmal, weil ich glaube, das war das letzte Rennen, 2002 mit einem DTM-Auto, das war das Auto, glaube ich, vom Timo Scheider gewesen, beim 4-Stunden-Rennen hier gefahren bin. Und bin das Rennen alleine gefahren. Bin angekommen. Ganz schwierige Bedingungen, Regen und so weiter. Ja klar, Regen, keine hohe Belastung und so weiter. Und dann haben wir entschieden, wir machen einen richtigen Test. Dann haben wir entschieden, dass wir am 3. Januar nach Jerez de la Frontera nach Spanien gehen. Haben die Rennstrecke dort gemietet. Und wir nehmen irgendein Auto und mit dem fahren wir so lange, bis es kaputt ist. Mal gucken, was geht denn überhaupt kaputt und was haben wir denn für Probleme? Und Jerez ist natürlich nicht Nordschleife. Wir wollen mal sehen, wie lange läuft denn das Auto überhaupt. Und dann haben wir das rote Auto genommen von Jockel Winkelock, mit dem er auf die Saison gefahren ist und sind nach Jerez gegangen. Manuel Reuter und Timo Scheider waren mit dabei. Und haben wir der Mannschaft gesagt, okay, wir starten jetzt morgen um 12 Uhr. Und wir fahren jetzt so lange, wie es geht. Ja, wir machen mal Licht rein. Vielleicht brauchen wir ja kein Licht. Und dementsprechend sind wir da mal durchgestartet. Und wir sind wirklich durchgefahren. Und alle haben uns angeguckt, was ist denn da los? Keine Probleme. Kleinigkeiten wie so Bremsentemperaturen, weil wir natürlich über die Dauer gefahren sind. Ja. Technische Defekt, null. Sind 24 Stunden gefahren da? Ja. Jo, sind wir nach Hause gefahren, haben wir alles analysiert. Okay, dann müssen wir jetzt mal auch richtig auf die Nordschleife gehen. Und dann ist der Christian Menzel und ich
ein Rennen gefahren, dann haben wir es gleich als Gesamtsieger beendet. Das war ein Fehler im Nachgang. Ja, war nicht gut, weil jeder gesehen hat, okay, das Auto ist schnell. Halten wird er eh nicht, aber schnell ist er. Also müssen wir den einbremsen. So, dann kriegten wir erstmal eine Gewichtszulage und dafür etwas größeren R-Restriktor. Und das hieß natürlich für uns dann auch wieder ein komplett neuer Entwicklungsstep. Wir haben eigentlich gedacht, wir nehmen den DTM-Motor und fahren wir 24 Stunden rein. Punkt. Ja. Mhm. Plötzlich kriegten wir Gewicht rein. Wo packen wir das Gewicht hin? Plötzlich kriegten wir mehr R-Restriktor, also sprich auch ein bisschen mehr Leistung. Kann das der Motor überhaupt? Und dann haben wir entschieden, jetzt machen wir ein richtiges Testprogramm. Unser Chef hat gesagt, go for it. Und jetzt zieht das richtig durch. Bereitet euch richtig vor. Und dann sind wir dann nach Mugello gegangen und haben also Testfahrten gemacht. Gefahren, haben das Auto abgestimmt und dann hatten wir aber eine Achillesferse. Im Reglement des damaligen 24-Stunden-Rennen stand geschrieben, dass jeder Gangwechsel manuell vom Fahrer durchgeführt werden muss. Okay. Das heißt also, Semi-Automatik, die wir auch nicht hatten, also jeder Gangwechsel mit der Hand. Und das war eine Achillesferse. Das Getriebe ist in Wirklichkeit unkaputtbar. Mhm. Aber wir reden, das sind gradverzahnte Getriebe und wir reden auch von einem sogenannten Dockring. Das ist der Ring, der also von der Schaltgabel geführt wird und in das Gangrad eingeführt wird und damit das Gangrad kraftschlüssig macht. Mhm. Okay, alles toll. Mhm. So, das heißt, wir haben Schaltzeiten von circa 40 Millisekunden. Und wenn man sich, jetzt kommt genau die Achillesferse, einmal verschaltet und der Dockring nicht richtig in die Verzahnung des Gangrades einrastet, dann gibt es einen Schlag auf die Kanten des Dockrings und von dem Moment an rutscht der Dockring immer aus dem Gang raus. Und damit ist dann Feierabend. Okay. Ja? Das heißt also, der Gang bleibt dann nicht mehr stecken, sondern rutscht immer wieder raus. Und das heißt also, was machen wir denn jetzt erstmal? Sie hatten ja einen Fahrerkader von 8 Fahrern. Wer möchte denn überhaupt fahren? Da haben sich dann einige schon verabschiedet. Nein, 24 Stunden Nordschleife möchte ich nicht dabei sein. Okay. Und dann kam man dann auf die Idee, gut, wir fahren jetzt mit jedem Fahrer einen Langstreckentest. Wir waren eh auf der Suche nach vielen Kilometern. Und dann haben wir nach jedem, nachdem der Tank leer war, Getriebe ausgebaut, haben die Dockrings angeschaut. Wenn dann der Macke war, du bist nicht dabei. Klar. Einmal verschaltet, raus. Einmal verschaltet, okay. Feierabend. Ja. Also bei das einmal, wie kriegen wir denn überhaupt den Fahrerkader zusammen? Und das haben wir dann so gemacht und sind dann weitere Tests gefahren. Und dann am Ende haben wir entschieden, wir riskieren das. Und das war damals viel, viel Spott. Und viele meinen auch, das wird dir den Kopf kosten, Volker, weil das kann nicht gut gehen, weil ein Auto, was für 100 Kilometer Sprintrennen ausgelegt ist oder 160 Kilometer Sprintrennen und dann auf die Nordschleife soll und dann noch 24 Stunden, also einmal um die Uhr fahren soll, funktioniert nicht. Licht im Scheinwerfer braucht ihr nicht, ja. Licht werdet ihr eh nicht anmachen, weil in die Nacht kommt ihr erst gar nicht. Das war dann eine extra Motivation. Wieder das alte Thema. Ja. Sind wir dann nach Heller in den Lichtkanal gegangen und haben uns wunderschönes Licht gemacht. Also haben die Reflektoren geschliffen, dass wir also zu der Zeit ein unfassbares Licht hatten. Da gab es noch keine LED-Technik. Mhm. Und dann sind wir in dieses Rennen reingegangen mit zwei Autos. Und Audi plötzlich hat dann entschieden, auch zwei Autos einzusetzen. Und dann sind wir natürlich dann in die Phalanx dann der siegträchtigen Marken. Damals die Chrysler Viper hatte ja schon 4 Gesamtsiege hinter sich. Mhm. Mantai Porsche hatte einige Siege hinter sich. BMW überhaupt Gesamtsieger bis dahin an Nummer 1. Und dann sind wir mit unserem DTM-Auto losgefahren und haben dann die Strategie festgelegt, dass ganz einfach die Nummer 5 das Auto ist, was sich im Feld mit bewegt und die Nummer 6 Pacemaker ist und um die anderen auch letztendlich ein bisschen zu reizen und zu locken. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert und wir waren also immer in der Spitze mit dabei, mal geführt, mal Zweiter. Und dann haben wir aber die Nummer 6 nachts verloren durch Unfall. Jerome Blackemon saß auf dem Auto und hatte eine Berührung mit einem langsamen Auto und war dann, das Auto war raus, also hatten wir nur noch die Nummer 5. Und nach 20 Stunden sind wir über die Ziellinie gefahren und hatten 0,4 Sekunden Vorsprung vor dem Audi, der im Nacken saß. Damals mit Chris Nissen. Ja. Wendlinger am Steuer und so weiter. Und das war also ein Sprintrennen, erste Mal am Nürburgring, was es in der Form zu der Zeit auch noch nicht gegeben hat. Das heißt also, es war das erste 24-Stunden-Rennen, wo wir also wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde Attacke gefahren sind. Und
wir sind in die Nacht gekommen, wir haben Licht gebraucht, wir haben Duelle gehabt, die waren unfassbar und haben eine Fanschaft um uns herum gehabt, die seinesgleichen sucht. Da sage ich heute immer noch Danke für, was uns die Fans durch dieses Rennen begleitet haben. Und ich glaube, die offizielle Zahl war ja damals 250.000, ich weiß es nicht mehr genau. 24. Ich glaube, das war das Doppelte. Ja. Und jedes Mal, ich werde nicht vergessen, wenn du zu hohen 8 hochkamst, ne, stand da eine Fangruppe, die hatte einen Kompressor dabei, also eine Trompete und hat dann immer, ach, das kann man gar nicht erzählen, das muss man erleben. Und dann am Ende hatten wir dann kurz vor Schluss ein Audi in der Box, nämlich das Auto, was hinter uns war. Und die hatten dann einen Dockringschaden. Also sprich, mussten das Getriebe wechseln. Ja. Und das war dann der Grund, warum wir dann die letzten 2 Stunden dann etwas rausnehmen konnten und haben dann am Ende dann ja den Gesamtsieg eingefahren. Für mich übrigens der größte Erfolg in meiner ganzen Laufbahn. Also all das, was ich vorher schon gewonnen habe und gewinnen durfte. Aber dieses Rennen war so unfassbar. Also wirklich für die ganze Mannschaft auch dieses, ja, dieses mutige Entscheiden, wir machen das und dann noch auf beiden Autos selber zu fahren, diese Doppelfunktion und dann eine Mannschaft hinter einem zu haben, die das Ganze dann auch mitgetragen hat und am Ende diesen Erfolg dann eingefahren hat, ist wirklich irre. Ja. Wie hat Karl-Peter Foster reagiert? Ja, war unfassbar. Ich meine, da haben wir wirklich etwas erreicht. Ja, das ist ja wirklich historische Thematik. Zum 100. Geburtstag. Ja, genau. Ja, so eine verrückte Idee. Der erste Gesamtsieg überhaupt eines Opels beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Das Auto ist 1:1 noch da, ist versiegelt worden, der ganze Dreck, jeder Champagnertropfen ist auf dem Auto noch und unter Klarlack versiegelt. Das Auto steht im Museum und ich bin ihm vor 2 Jahren wieder gefahren. Es ist wie gestern, ja, wirklich, du steigst ein, der Gurt hat wieder gepasst, gestartet und haben dann einige Demo-Runden gedreht und für ein paar Fernsehaufnahmen dann auch mal wieder reaktiviert. Du sitzt dann da drin und sagst, lass uns auf die Nordschleife gehen, wirklich. Lass uns wieder fahren für die Fans wieder und das Gleiche nochmal wiederholen. Das ist irre. Hoffentlich wird das nochmal gemacht, aber naja. Ja. Wahrscheinlich ist er immer eher Krieg. Aber da müssen wir jetzt auch mal sagen, das war ein Astra mit einem V8-Motor. Genau. Das war ein richtiges DTM-Auto zu der Zeit. V8, 4 Liter Hubraum. Transaxle-Prinzip, das heißt also Motor vorne, Getriebe Motor und Antrieb. Ganz tief in den Innenraum rein. Genau. Und so. Ja. Nächstes Problem war, die DTM-Autos hatten ja nur einen 70-Liter-Tank und in der Einstufung durften wir 120 Liter fahren. Mhm. Wie kriegst du jetzt einen 70-Liter-Tank ausgebaut aus einem Monocoque, wo dann ein 120-Liter-Tank rein soll? Ja, auch das von der Engineering-Seite her eine Challenge. Ja. Aber am Ende haben wir alles gerockt und das Auto hat es gekonnt. Alle, die geschrien haben, so ein Auto kann es einfach nicht. Den haben wir bewiesen, dass es geht. Und ich behaupte, es geht morgen wieder. Und Sie haben auch im Boden ganz viel so Serviceklappen eingebaut, ne? Im glatten Unterboden. Genau. Der Unterboden ist ja verkleidet bei diesen Autos. Und wir haben, die Geschichte ist schon fast peinlich zu erzählen. Aber ein Thema war, wir haben zu der Zeit 3 Kurven gehabt, wo es ein Kiesbett war. So. Und es war klar, wenn wir einmal ins Kiesbett rutschen, ist sofort ein Stein im Keilriemen und wenn der Keilriemen dann runter ist, ist die Lichtmaschine weg. Mhm. Und deswegen haben wir Serviceklappen ein, dass wir überall dran kamen. Und ich weiß noch genau, wie ich im Fahrerbriefing unsere Fahrer eingeschworen habe. Lasst uns aus den Kiesbetten wegbleiben. Wer steht im Kiesbett? Ich. So oberpeinlich und werde es nie vergessen, in der Nacht und Ende Start und Ziel stand ich im Kiesbett. Naja, klar war, dass der Kalium runter war und da hat uns die Serviceklappe gerettet. Und das war dann auch quick and dirty, den Kalriemen gewechselt, der vorher schon installiert war. Das heißt, es musste nicht die Kardanwelle weg, nichts, sondern die Kalriemen waren vorher schon auch aufgestuft. Ach so, aufgehängt. Ja, klar. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen den nur Teilrad abmachen und dann nach vorne schieben und über die Lichtmaschine. Und dann ging es weiter. Aber das sind so Geschichten, die sind wirklich einmalig, weil auch auf die Idee zu kommen, dass wir dann den Unterboden dann an den neuralgischen Stellen öffnen. Wir hätten auch einen Querlenker wechseln können, ohne dass wir also die Verkleidung hätten abbauen müssen. Und was wir auch gemacht haben, und zwar die Fahrer auch geschult haben, jeder Fahrer wusste, wie ich auch ein Rad wechsle. Ne? Wir hatten also auch das mögliche Equipment dann vorbereitet, sodass also in einem Worst-Case-Szenario auch jeder sich helfen kann. Und das war natürlich auch eine strategische Geschichte, weil wir natürlich auch dann gesagt haben, okay, am Nürburgring gibt es immer so sonderbare
Geschichten, dass auch mal Reservekanister aus dem Boden wachsen oder irgendwelche Keilriemen am Baum hängen. Und das ist das Schöne am 24-Stunden-Rennen. Ich hoffe, dass das auch immer diese Charakteristik des Rennens sein wird. Das heißt, man hat da wirklich die Chance, auch sich zu helfen. In der Annahme, das Auto steht dann sicher. Und das haben wir natürlich dann auch vorbereitet. Zum Glück haben wir es nicht gebraucht. Sensationell. Also eine Wahnsinnsgeschichte, was Sie alles für den Opel-Fan gemacht haben, das darf man gar nicht. Ja, die waren immer wichtig. Ich meine, auch heute, es ist immer noch schön, dadurch, dass Sie auch im klassischen Bereich ein bisschen unterwegs werden, aber auch gerade auf der Langstrecke auch. Wir haben zum Glück toi immer noch Fans. Und aber auch in der Spitzenzeit, wo wir wirklich, ja, Stadien gefüllt haben, Hockenheim, Opel-Fahren, Opel-Fans. Was für eine Zeit, oder? Ich habe immer gesagt, wenn ich etwas zurückgeben kann, dann mit Sicherheit auch den Fans. Natürlich, die Streckenposten darf man auch nicht vergessen, die sind genauso wichtig und tun viel für uns. Die Motivation, dass wir natürlich den Motorsport machen, ist natürlich ganz klar, dass die Marke Opel auch Kompetenz zeigt, aber am Ende auch viel für unsere Fans tut. Und wenn ich die Chance hatte, habe ich die immer genutzt. Und ob das jetzt mit dem Calibra damals war, wo wir die Fans mit begeistern konnten, oder aber auch mit dem 24-Stunden-Einsatz mit dem DTM-Auto, oder aber auch natürlich mit dem legendären Manta. Ja, darüber müssen wir in der nächsten Folge weiterreden. Ich stelle dir auch nicht meine letzte Frage, weil die ist noch nicht fertig. Also gut, Herr Striezek, vielen, vielen Dank bis hierhin. Gerne. Na, habt ihr ernsthaft geglaubt, ich würde diese ganzen noch offenen Themen jetzt stiefmütterlich in ein paar Minuten abhandeln, wie es vielleicht andere Podcasts machen? Natürlich nicht. Nächste Woche geht's weiter mit Volker Striezek und in der Zwischenzeit lege ich euch mein Video mit Rainer Braun ans Herz, das ihr auf meinem YouTube-Kanal finden könnt und das ich in den Shownotes noch einmal verlinkt habe. Außerdem gibt's da auch was Neues mit Rainer Braun. Freut euch drauf, schaut euch das in Ruhe an. Bis zur nächsten Woche, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Die alte Schule wurde euch präsentiert vom V8-Werk, eurem Spezialisten für die Restaurierung, Reparatur und Wartung vom klassischen Ford Mustang und der Chevrolet Corvette. Mehr Infos unter www.v8werk.de.